Also, heute melden wir uns an diesem Dienstagvormittag. Ja, Reichsarmee im Thüringer Wald. Axel Reitz, mein Freund, wird mit mir das gleich kommentieren. Axel, grüß dich heute so hochoffiziell. Grüß dich, moin. Ich habe mir gedacht, die Reichsarmee, ja, der Reichsbürger ist ja ein hochoffizielles Thema. Da muss ich mich schon mal anziehen, wenn es gleich hier an die Tür klopft und ich wegen Landes- und Hochverrats abgeführt werde mit dir zusammen. Ne? Weil, ne, ist ja, Sudelbundland, die Propagandist. Bundesrepublik ist ja nur ein Konstrukt und in Wahrheit existiert das Deutsche Reich und diese Koryphäen, die wir hier gleich zu sehen bekommen, die maßen sich ja an, die Sachwalter des Deutschen Reiches zu sein, lieber Philipp. Ne? Also da sage ich mir auch mal, wenn ich mir diese Typen gleich anschaue, ich will nicht zu viel versprechen. So, Gott sei Dank gehören wir nicht dazu. Ja? Also Gott sei Dank lieber Reichsarmee als Reichsarmee. Hundertprozentig, hundertprozentig. Axel, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Gerne. Dieses Video ist schon ein paar Jahre alt. Ich hab's so lange liegen und ich habe wirklich nur ein paar Minuten davon geguckt. Es ist sehr, sehr cringe. Es ist voller Fremdscham. Und ich meine damit gar nicht so, dass ich nicht. Ich habe nichts dagegen, wenn Leute da preppen, weißt du, oder dieses jetzt so Seven vs. Wild im Wald rumhängen und Survival. Aber mit welchem Hintergrund? Das ist für mich auch immer wieder, das war auch das Thema ja bei Jörg Sprave, der mit Angst, mit heißer Herbst und alle brauchen eine Ambus, schnellen Bolzen durch die Tür. Torn ist, Dankeschön. Es ist, wie man es macht. Und dieses Video ist ein paar Jahre alt, aber ich habe mir gedacht, diese Perle, die holen wir raus. Der Volkslehrer hat heute auch ein Video wieder gepostet in der Verteidigung zu Ursula Haverbeck, dass sie ja nie darlegen konnte, dass sie als Zeitzeugin belegen konnte, was den Holocaust angeht und so Ja, weiter. die war ja auch dabei, die stand im Überall. Konzentrationslager daneben und die ist total unparteiisch, die hat auch mit Nazis gar nichts zu tun. Ja, aber das ist halt so das letzte Postergirl, was sie haben, was irgendwie noch so ein bisschen den Glanz, den vermeintlichen der vergangenen Zeit auf diese abgefrackte Szene abstrahlen soll. Aber wie gesagt, also in dem Alter sich immer weiter strafbar zu machen, ist eigentlich eher ein Fall für die Klapse als für die Haftanstalt, finde ich. Ne? Genau, die Werbung ist erlaubt. Der Podcast heißt Tatort Berlin vom Tagesspiegel. Und darauf hat der Volkslehrer auch eine Reaction drauf genommen. Werden wir mit Sicherheit auch behandeln, aber ich wollte heute das Thema nicht wechseln. Ich habe Bock, dieses cringe Ding zu gucken. Ich brauche das gerade an einem Dienstagvormittag einfach mal. Volkslehrer, Schnee, verwirrte ältere Herren. Und da spielt auch der Mann eine Rolle, mit dem er da letztens vor diesen zwei Bierflaschen kommentiert hat zum AfD. Zum Ja, AfD. der kongeniale Klampfenbade, sein Mitmusikant, ja, der europäische Aktionsbeauftragte, Holocaustleugner, Neonazi, Rechtsextremist, Reichsbürger, Axel Schlimper. Ja, also schlimm, schlimmer, Schlimper. Können wir uns auf einiges gefasst machen. Was man vielleicht jetzt den Leuten mal mitgeben muss, wenn wir jetzt gleich diese Videos sehen. Das könnte man im ersten Moment in einem Anflug von Unwissen und ja, naiven Wohlwollens vielleicht irgendwo noch als Realsatire vermarkten oder sagen, okay, das ist jetzt so ein bisschen Reenactment, was sie da machen mit irgendwelchen Plastikpickelhauben, die sie da tragen. Aber diese Leute, die treffen sich nicht da, um irgendwie so ein bisschen sich auszutoben und so ein bisschen sich selber auf die Schippe zu nehmen. Die meinen todernst, was die da gleich verbreiten. Und die denken tatsächlich mit ihrem Scheiß irgendwo einen Vorbildcharakter zu erfüllen und tatsächlich sowas darzustellen wie eine Armee. Ja, also jede andere Armee wird sich darüber kaputt lachen, aber das wollte ich noch mal so mitgeben, falls irgendjemand auf die Idee kommen könnte, oh ja, komm, die Kasper, die meinen das doch nicht ernst. Doch, Ja, die meinen das die ernst. meinen Die das meinen das ernst todernst. und ich bin mir ziemlich sicher, da würde ich eine hohe Wette drauf eingehen, dass es Reichsbürger gibt, die auch Wehrsport mit scharfen Waffen in Wäldern machen. Da habe ich überhaupt keine Illusion, dass da lege ich meine Hand aber ganz hart ins Feuer. In dem Kontext ist natürlich auch nochmal interessant zu erwähnen, dass jetzt der Volkslehrer und sein Kumpel, der Schlimper, ja auch ganz offen in dem Video, auf das wir reagiert haben, nach der AfD-Landratswahl in Sonneberg, die von den beiden natürlich abgefeiert wurde, ja darüber philosophiert haben, wann denn die Verhaftungen losgehen, ja, und wann es denn wieder so weit ist, dass dann den demokratischen Politikern und dem Systemlingen wie uns die Tür eingetreten wird, ne? Und wenn man sich mal anschaut, was da sonst so für Vögel dabei sind und was die da so treiben, ja, weiß ich ja nicht, ne? Also, das sind durchaus gefährliche Leute bei aller Lächerlichkeit. Das darf man nicht vergessen dabei, ne? Wir steigen da gleich ein. Ich muss das auch dazu sagen, Axel, dir ist ja auch bewusst, dass NDS unser Video hat sperren lassen, ne?
Die können gar nicht mal so einstecken, ja. Bei Also immer YouTube. über Zensur am Heulen und Scheißkapitalismus, wo ich mir denke, eure Lieder, meine lieben Volksgenossen, sind doch Volkseigentum und uns, ja, uns verwehrt ihr jetzt die Teilnahme daran. Boah, seid ihr schlechte Verlierer, aber ich kann mir den Julian schon richtig vorstellen, wie er da gesessen hat und dann wieder ganz aus der Rolle war und oh mein Gott, was der Axel da alles erzählt hat, mein guter Ruf, oh mein Gott, nein! Alleine mein guter Ruf. Diese Titanen, diese Heroen, diese deutschen Kämpfer haben dann YouTube angeschrieben und unser Video wegen Copyright-Verletzung sperren lassen. Boah, ganz schön billiger Move, hätte ich von euch nicht... Obwohl, ist gelogen, habe ich von euch nicht anders erwartet, aber es zeigt mal wieder, dass sie sich richtig schön darüber abfacken, was wir hier für Content liefern und dass wir so richtig schön wieder mal dorthin getroffen haben, wo es wehgetan hat. Ne? Axel, es tut mir leid, wir werden jetzt mit diesem Video starten, gönn dir, ja, viel Spaß dabei und allen anderen auch, Volkslehrer vor 4 oder 5 Jahren, glaube ich, ist das schon, ne? 4 Jahre muss das sein. Das ist eine ganze Weile, also einer der Protagonisten, den wir da gleich in so einem schlechten Napoleon-Hut sehen, das ist ein ehemals enger Kamerad von mir, der Hartmut Vostopatsch, der ist vor ein paar Jahren gestorben, allerdings ohne große Nachrufe, sang- und klanglos, der war auch massiv umstritten, da kann ich gleich gern was zu erzählen und Zeit seines Lebens. Brachialster, übelster Alkoholiker und ja, hat aber die letzten 20 Jahre auch nichts anders gemacht, als Neonazi zu sein. Und so wird ihm von der Szene gedankt. Ne? Da gab es jetzt keine großen Nachrufe. Deswegen hier, für alle, die es noch nicht wissen, der hat das Zeitliche gesegnet. Und wir reden gerade mehr über ihn als die eigene Szene, für die er ja, gelebt hat. Ne? Ja, wünschen wir dem Volkslehrer dann einen erfolgreichen Ausstieg irgendwann. Machen wir einfach mal. Thüringer Wald überrascht jetzt nicht wirklich. Diese Musik erinnert mich jetzt eher so ein bisschen an so ein, ja, so ein schlechtes Comedy-Format. Ja, irgend so eine Satire-Sendung. Die da irgendwelche Lehrersöhne oder irgendwelche ja, Akademiker, die aus der Rolle gefallen sind, aufs Korn nehmen will. Aber ist das jetzt was dich damals als Rechtsextremisten ja, abgeholt hätte? Ja, hättest total. Du damals da gesessen also und hättest das geguckt und hättest gesagt so, boah, geil, nein. Volkslehre an die Tafel und die Musik dabei. Dieses und boah, was Axel, für ein... Boah. Axel selbst, aber kommen wir gleich noch zu. Nee, er hat mich nicht mal annähernd abgeholt, aber... Wir kommen ja erst, das war ja noch gar nichts. Aber ne? Thüringer okay. Wald überrascht nicht. Thüringen! Hallo Freunde. Die ganze Nation spricht darüber. Ich selbst wurde schon mit ihnen in Verbindung gebracht. Niemand hat sie je gesehen. Die Rede ist von der Reichsbürgerarmee. Hier im Thüringer Wald. Heißt es, soll sie sich verstecken? Ich bin über einige Kontakte in die Lage gekommen, sie heute zu treffen und exklusiv zu filmen. Was wir heute sehen, wurde noch nie zuvor hier gefilmt. Ja, hat vielleicht seine Berechtigung, dass es zuvor noch nie gefilmt wurde. Im Gänsemarsch mit nachgemachten Plastikhauben, die im Karnevalsladen gekauft wurden, um irgendwie noch den Reichsflair vergangener Tage mitzunehmen. Alter, das ist so cringe, das ist so albern, das ist so lächerlich. Das ist doch aber nicht cringe und albern. Entschuldigung, ich bin auch ein Sudel-Bundland-Propagandist, ich muss das sagen, sonst kriege ich Ärger. Hast du nicht die Stöcke in der Hand gesehen? Geldgebern. Hast du die Stöcke noch nicht in der Hand gesehen? Ja, das sind ja, sind ja die Waffen. Also mit der Kraft des Reichswillens können diese Stöcke in tödliche Instrumente transferiert werden, ja. Trotzdem kommt mir das immer so, Axel, vor, ich stelle mir das vor, ich gehe da mit den Hunden spazieren und kommt mir diese Truppe entgegen. Also irgendwie Bock drauf hat man da nicht, ne? Das vergessen diese Leute auch total, ne? Sagst du jetzt so, Philipp, aber die ist ja auch geheim. Es ist ja hier so ein bisschen so getan worden, als wenn der Volkslehrer hier als investigativer Journalist unterwegs wäre und macht einen auf Spiegel TV.
die Typen, die da rumlaufen, sind für jede Publicity dankbar. An denen ist nichts geheim. Die haben seit Jahren, genau wie ich früher, ihre Fresse in jede Kamera gehangen, um da ihren Rassismus, ihren Antisemitismus, ihre Demokratiefeindlichkeit rauszurotzen. Aber er hat seine geheimen Kontakte spielen lassen, um jetzt diese geheime Armee hier in ihrem Tagewerk einmal beobachten zu dürfen. Also der Grimme-Preis ist dem Nikolai auf jeden Fall sicher, finde ich. Also wenn das keine investigative Arbeit ist, ihr Lügenpresse, ihr Fake News, ja, Verbreiter, schneidet euch da mal hier eine Schippe von ab. Ne? Das hier ist noch echte deutsche Wertarbeit im Journalismus. Kennen wir heute gar nicht mehr. Ne? Kommt. Noch nie zuvor wurde die so oft genannte Reichsbürgerarmee wirklich gesichtet. Und ich wurde hier hingeschickt und jeden Augenblick hieß es, da kommen sie schon. Martin, das ist ja fantastisch. Ja, ich erkenne die Pickelhauben. Es müssen Reichsbürger sein. Ist ja Wahnsinn. Exklusiv beim Volkslehrer. Schaut sie euch an. Freunde, das ist ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Die marschieren hier den Berg hoch und ich will natürlich alles mitbekommen, aber ich möchte sie eben auch nicht verschrecken. Ein wenig. Ich kann nicht mehr. Die Fahne war auch mal größer, aber immerhin. Also da kann man mit Golf spielen, die kann man nachher in den Schnee rammen und da kann man mit den Stöcken so ein bisschen Putten üben. Ne? Hast du die Fahne mit? Ja, aber nur die kleine, verdammt! Ja, das Reich lebt, das Mädel mit der Fahne. Deutschland lebt, Philipp, Deutschland lebt. Mir ist der Mut wiedergegeben worden, an Deutschland zu glauben, nachdem ich diese tapferen Kämpfer gesehen habe. Schön, ist grandios einfach, oder? Ich würde ganz ehrlich, ohne Scheiß, das Ding könntest du an Extra 3 verkaufen oder irgendeine andere Satire-Sendung. Die würden das kaufen und einfach so senden können, ohne irgendwas bearbeiten zu müssen, oder? Punkt. Scheu sind sie. Ich sehe, sie meiden ein wenig die Kamera. Aber da ich guten Kontakt zu ihrem Anführer habe, sind sie bereit, sich filmen zu lassen. Ich glaube, jetzt üben sie hier eine Schützenreihe. Ich kann nicht mehr, es tut mir leid. Ja, ich habe Angst, ich habe schon. Die Schützenreihe steht, Philipp! Ich habe schon viel cringen Kram gemacht, ne? Aber das wenigstens versucht auf einen modernen Level zu heben. Selbst als junger Mann war ich ja bei Stahlhelm-Veranstaltungen, Axel, ne? Und das war schon, das war so wirr schon, dass diese Treffen beim Stahlhelm waren so daneben. Ja. Das ist. Jetzt mal ohne Flachs. Wir gucken uns ja auch dann so Sachen vom Dritten Weg an und von der Rechten und der klassischen Nazi-Szene. Die ist ja an Lächerlichkeit schon kaum zu überbieten mit ihrem Auftreten und ihrem pseudomartialischen Gehabe. Aber wenn man so 20, 30 Leute in grünes T-Shirt steckt, ja, und lässt die nachts mit Fackeln rumlaufen, dann hat das nochmal einen ganz anderen Effekt bei aller Lächerlichkeit als diesen Schwachsinn, den wir uns jetzt hier ansehen. Und ich weiß ja auch von Aussteigern, die letzten Jahre ausgestiegen sind, dass in der Szene über diese Figuren auch nur massiv gelacht wird. Ja? Also auch das ist für die Szene nicht repräsentativ, das muss man auch dazu sagen, sondern hier finden sich Leute zusammen, die in ihrem Wahn irgendwie was darstellen zu wollen, in ihrem Versuch irgendwie ja, Klicks zu generieren und in Axel, der Szene ein Standing zu bekommen, das misslingt diesen Typen, das muss ja, man auch dazu sagen. Ich muss aber dazu sagen, hier Warhawk schreibt, bin ich der Einzige, dem klar ist, dass das satirisch gemeint ist? Nein, das ist nicht Satire, die machen das. Nein, es ist mit einem Augenzwinkern. Der Volkslehrer erzählt es jetzt hier mit dem Augenzwinkern, aber die machen, das ist ernst, ne? Also das meine ich ja am Anfang schon, man kann jetzt darauf kommen, dass man denkt so, okay, Alter, die erlauben sich einen Spaß. Es ist jetzt spaßig gemeint, wenn er sich da so humorig hinstellt und sagt, von der Reichsarmee, wo überall in ganz Deutschland von gesprochen wird, die nie einer gesehen hat. Das ist natürlich dann der Aufhänger, dass man sagt, wir machen jetzt hier Comedy. Aber was die gleich hier abhalten mit ihrem Heldengedenken, ihrem Rummarschieren, ihrem Reenactment-Getue, das ist ernst gemeint und das machen die regelmäßig, diese Vögel, auch ohne Kamera. Ja? Ja.
So, jetzt kommen sie hier den Berg hoch. Man sieht an den Bewegungen, diese Männer haben tatsächlich Erfahrung. Sie scheinen das sehr häufig zu machen. Ich vermute, dieses Terrain, das ist ihr Wohnzimmer. Naja, der Kommandant gibt Anweisungen. Und immer die Fahne voran. Aber verstehe. Also Axel, ich habe das ja auch erzählt in meiner Geschichte, dass wir auch so eine Art Wehrsport gemacht haben, ne? Haben auch Fahneeroberungen gemacht und Verteidigungslinien und so weiter. Ja, das ist, weiß ich nicht, ein einzelner Scharfschütze, 12 Treffer. Ja, die laufen sich eigentlich schon gegenseitig fast ins Gehege. Der Altersdurchschnitt haben wir gesehen, erfahrene Kameraden, erfahrene Kämpfer. Die waren zu Kaisers Zeiten anscheinend schon, wie sie sich da bewegen. Ja, bring mal einer hier das Rheumamittel mit. Ne? Also wenn das die Kämpfer sind, die uns an der Frontlinie verteidigen sollen, dann aber gute Nacht, Deutsches Reich. Ne? Die Interviews kommen gleich. Keine Sorge, Leute, wir gucken hier nicht nur Formationen an. Bin ich falsch? Ich bin natürlich kein Reichsbürger. Ich bin ja aus reinem journalistischem Interesse hier. Nicht, dass ich, aber ich verliere den Anschluss, also komm schnell. Wir tanzen in den Tod. Es baut die Sonne Brücken uns über Fluss und See. Vater und Mutter. Also wenn man so mitmarschiert, das fühlt sich schon nicht schlecht an. Also bisher sind sie durchs Unterholz marschiert, Deckung gesucht von Baum zu Baum. Und jetzt sehen wir aber, sie verfügen auch über modernes Kriegs... Naja, jedenfalls haben sie Fahrzeuge. Dort hinten kommen sie an. Ich bin fast geneigt zu sagen, dass es eine moderne Reichsbürgerarmee ist. Oh. Was siehst du? Sie knien nieder, sie zielen. Axel, das ist, der Volkslehrer ist auch so lustig wie ein auslaufender Öltanker an einem schönen Strand. Das ist jetzt wirklich hier aus anderen Gründen humorisch, als wie er meint, aber diese Darstellung. Also, wenn man sich jetzt hinstellt, es gibt ja durchaus auch Leute in der Szene, die ein gewisses Gefühl dafür haben, wie man auftreten sollte, was man jetzt tun könnte, um die ewig gestrigen Parolen ins Hier und Jetzt zu transportieren. Funktioniert zum Glück auch überhaupt nicht, aber auch die lachen sich doch über sowas kaputt. Das ist doch wirklich so diese Frage, wie kann man es scheiße machen, und er stellt sich hin und ich weiß wie, ich zeig's euch, guckt das Video, so wird's gemacht. Alter, das ist so schlecht. Ich muss ja sagen, dagegen ist die Medienschulung von The Brain noch fast gut. Also jetzt mal ohne Scheiße, Brain ist im Gegensatz zu dieser Machart und zu diesen Typen, ist der ein revolutionärer Medientitan. Ja, also das muss man wirklich sagen. Also der Mann ist demgegenüber wirklich charismatisch, intelligent, zukunftsgewandt. Weil was wir hier sehen, das ist halt nicht durchs Unterholz laufen, das ist einfach unterirdisch in jeder Hinsicht. Ne? Aber ja, jetzt zielen sie anscheinend, sie haben ein Auto. Oh, ja, oh, ich habe so einen lustig. Witz gemacht.
Ich glaube, den müssten wir vielleicht mal zusammenlegen und dem so ein Applausschild kaufen, das er dann einblenden kann, damit auch das eigene Klientel, was diesen Schrott anguckt, weiß, wann es dann irgendwo lachen sollte. Ne? War wahrscheinlich nur ein Eichhörnchen. Wenn ich das so sehe und mich in die Situation der BRD versetze, ich hätte an ihrer Stelle auch wirklich Angst vor den Reichsbürgern, denn die Jungs, das sind keine Anfänger. Fahren Sie. Axel, bei allem Spaß ist das aber, dass das sogar ein gewisses Klientel abholt. Ja, kein Scheiß. Ich habe damals schon so Leute gekannt, die waren so soldatenfetischistisch, die hätten das wirklich total geil gefunden. Die hätten gefragt, wo können wir das nächste Mal mitmachen, wenn hier so ein Spuk im Wald stattfindet. Ich kenne sogar Leute, die haben im Wald ähnliche Sperenzchen gemacht. Die sind da rumgelaufen, haben Deckung geübt, hinter Baum zu Baum, die richtige Tarnung, ja, dass wir, wenn es mal soweit ist, ja, auch in der Lage sind, dann hier den Partisanenkampf zu führen. Da gab es richtige Schulungen drüber in den 90ern. Ne? Also bei allem Spaß, das muss man auch aufpassen, dass das nicht verniedlicht. Naja, das ist ja der Sinn und Zweck. Es soll ja jetzt der Lächerlichkeit preisgegeben werden, weil ja zu Recht ja auch auf die Gefahr von Reichsbürgern hingewiesen wird, bei denen viele Waffen gefunden wurden, die mitunter ja auch schon mit Waffengewalt gegen Vertreter des Staates vorgegangen sind. Ja, also da ist ein unglaubliches Gewaltpotenzial, da ist ein unglaubliches Potenzial auch Radikalisierung gegeben bei diesen Leuten, die auch vor körperlichen Angriffen auf Vertreter des Staates und Andersdenkende nicht Halt macht. Und jetzt so zu tun, als wenn das alles nur so Spinnerei wäre und ach, wir sind so lustig und wir laufen mit Stöcken durch den Wald. Nur wir sehen ja, dass hier tatsächlich sich Mühe gegeben wird, doch schon eine Inszenierung hinzulegen, von denen der ein oder andere gedacht haben wird, na, guck mal, wenn wir wollen, können wir. Und jetzt haben wir noch die Stöckchen, aber passt mal auf, Freunde. Und er versucht das hier tatsächlich, wie du sagst, zu verniedlichen und so ein bisschen hier mit Augenzwinkern, ach, guck mal, wir sind doch gar nicht so schlimm darzustellen, ne? Ehrfurcht. Mehr fällt mir nicht dazu ein. So, wir sind jetzt hier am Lagerplatz angekommen, wie es aussieht. Und jetzt mit ordentlich Gepäck geht es jetzt hier querfeldein. Und das sieht wirklich halsbrecherisch aus. Guck mal hier, der Abhang und sie mit dem ganzen Kladderadatsch. Ja, oh hier, komm, das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn, nimm das auf. Wie sie da runter. Ja, aber so muss man sich vorstellen. Zu zweit einen kleinen Abhang, schleppen Sie eine Kiste. Also das ist hier Fronterlebnis. Ich spüre, wie Stalin gerade lebendig wird vor meinem geistigen Auge. Was für eine Heldenmut mit dem Kladderadatsch und der Kiste. Und so, also hier, boah, ich bin begeistert, Philipp. Ist das nicht schon ritterkreuzwürdig? Alter, das ist schon, also das sind wirklich hier, Junge, da können wir nicht mit abstinken. Also da stinken wir gegen ab. Na, wir dicken, fetten, fettgefressenen Kapitalistenschweine, wir könnten das nicht. Also gut, könnten wir schon, wenn wir wollten, wir haben halt einfach keinen Bock drauf. Runter auf jeden Fall, Axel, runter ja. Runter ja, ja, aber ich hätte vielleicht einfach die Kiste auch geschoben oder mich draufgesetzt und den Abhang runter, aber dazu ist er dann doch nicht steil genug, weil dafür hat es dann doch nicht gereicht bei diesen durchtrainierten Meisterklasse-Athleten, ja, also Wahnsinn, Philipp, Wahnsinn und es danke, dass du dieses Video uns hier mitteilst, weil hier sehen wir einmal wieder, was in Deutschland noch möglich ist, ne, einfach hier vorm Handy hängen oder Fernsehglotzen, nein, hier sind, okay, ist auch nicht die Jugend, aber hier sind Deutsche unterwegs und in der Natur und den Abhang runter und wirklich, ich weiß nicht, es kommt mir so ein bisschen vor, wenn ich dieses Video jetzt hier sehe mit dieser wunderbar sympathischen Anmoderation durch unser Nikolai, als wäre ich hier bei einem Weltklasse-Event dabei wie die Besteigung des Mount Everest. Ne? Nur besser, schöner und deutscher mit toller Musik untermalt und also toll, einfach nur Wahnsinn, Philipp, Wahnsinn. Im Fall eines Angriffs der BRD
Da haben die auch keine andere Wahl. Halt mal kurz an, geh mal kurz zurück. Den netteren Menschen mit Pistole und Brille, den wir eben gesehen haben. Ja, aber so muss man sich das vorstellen. Im Fall eines Angriffs... Hier da, das ist Gerd Ittner. Einer der übelsten, rabiatesten Antisemiten, ja, der sich wiederholt straffällig gemacht hat, dann jahrelang auf der Flucht war, bis er dann im Ausland verhaftet werden konnte und dann also wenig Zeit abgesessen hat, muss man sagen, in Anbetracht seiner vielen Straftaten. Das ist wirklich ein ganz, ganz übler Hetzer aus dem Raum Nürnberg, brandgefährlich, über den man auch das ein oder andere Private hier erzählen könnte, wenn man wollte, spare ich mir an dieser Stelle, weil der nicht so wichtig ist, aber wenn ich sage hier üble Figur, selbst für Szeneverhältnisse, dann wisst ihr, wovon ich rede, ne? Auf der BRD, da haben die auch keine andere Wahl, als sich hier todesmutig den Abhang runterzustürzen und hoffen, dass sie heil unten ankommen. Unten ankommen werden sie. Das ist keine Frage. Der kriecht. Alter, geil. Der Typ, der da kriecht. Ja, das kannst du ja nicht mit angucken. Das ist. Ich hätte jeden bei uns in der Übung hätte ich wieder nach oben geschickt und ja gesagt, versuch da nochmal anders runterzukommen, als auf dem Arsch runterzurudeln. Jetzt aber mal ohne Scheiß, das Ding kannst du doch runterlaufen. Die haben festes Schuhwerk. Also. Die tun jetzt gerade tatsächlich so, als wenn die hier wirklich so den Abhang des Kilimanjaro runter müssten. Ey. Ja, so geht das. So, ich muss hinterher. Mich hält jetzt hier oben. Die können später das Video verbreiten, wie sie da mit ihrem Arsch runterrutschen und sagen, wir sind so arm in Deutschland. Die ganzen Ausländer nehmen uns alles Geld weg. Wir können uns nicht mal mehr hier irgendwie einen Schlitten leisten, um mit unserem Arsch hier runterzurutschen. Das müssen wir auf unserem Hosenboden machen und wir haben noch nichts. Ja, früher mit dem Bollerwagen, als die Reichsarmee noch marschiert ist im Thüringer Wald. Das waren Zeiten, Philipp. Mensch. Ja, anonymer, genau, eine Aldi-Tüte wird schon reichen. Einfach auf die Aldi-Tüte und runter. Viel mehr braucht man doch nicht. Das wär jetzt sogar cooler ausgesehen. Nichts mehr. Snowboardstock verloren. Ja, alles gut. Also, jetzt sind wir hier am Lagerplatz. Sie bauen eine Jurte auf, wie es aussieht. Altes Pfadfinderzelt, kenne ich noch aus meiner aktiven Pfadfinderzeit. Er scheint sich gut auszukennen. Hier, durch das Loch in den Leber. Danke für die Erklärung. Danke für die Erklärung. Philipp, der deutsche Ast ins Loch gesteckt. Das war jetzt hier für den ehemals Pornosüchtigen, aber hier Nikolai Nehrling, aber mal eine harte Ansage. Also, dass der an sich halten konnte, Respekt. Also, da sieht man schon, ne, das war jetzt hart hier. Ne? Oh, wow. Preußen wäre stolz, oder? Uiuiui. Ui, ui. So macht man das hier. Und stehen bleiben. Also jetzt haben sich auch ein paar Reichsbürgerinnen dazu gesellt, offenbar. Ist ja klar, ich meine, die ganzen Männer alleine im Wald, kommt man schnell auf dumme Gedanken wahrscheinlich. Spielt den ganzen Tag nur Skat und start ins Lagerfeuer. So, ich bin jetzt ein Teil des Kreises der Reichsbürgerarmee. Ich hab eine tragende Rolle jetzt übernommen hier. Hey, ich bin ein Wort-Titan. Also wir sind wahrhaft ein Volk der Dichter und der Denker. Mit dieser humoristischen Kanone hier und seinem spontanen Wortwitzen, Philipp. Tragende Rolle, also wir können einpacken. Also der liefert hier ein Premium-Content. Ja, wenn diese Zensurmedien in diesem Unterdrückerstaat Deutschland ja nicht seine Kanäle immer ständig platt machen würden, hätte der doch garantiert schon 5 Follower, oder? Findet den irgendjemand sympathisch? Also ihr könnt gerne mal unter dem Video kommentieren. Findet den irgendjemand lustig und sympathisch? Das kann doch unmöglich irgendjemand lustig und sympathisch finden. Dunkel.
Nikolai, ist das teilnehmende Beobachtung und mitmachende Beobachtung? Muss man sagen. Es ist ja so, ich kann mich dem ja kaum entziehen. Ich bin ja von meinem Herzen her, bin ich dem Deutschen Reich ja durchaus zugetan. Und wenn ich sehe, wie jetzt hier wirklich die Verteidiger dieses Reichs sich um ein Lager bemühen und Feuerholz ranschaffen, um es hier wohnlich zu haben, um hier überleben zu können im Wald, im Falle eines Angriffes der BRD, dann kann ich hier nicht stehen bleiben und Maul auf dem Pfeil halten. In dem Fall, natürlich, ist es meine männliche Pflicht, mitzuhelfen. Und ich spüre richtig, wie angesichts dieser tapferen Männer auch in mir wieder dieser Kampfesgeist aufkeimt. Und ich mich kaum halten kann. Man sieht's förmlich. Du kommst wegen so einem kleinen Ast halten schon außer Atem und musst da stehen. Ja, Volkskraftwochen wurden ja später eingeführt. Es ist aber auch alles, Alter, ja, diese deutschen Männer im Wald, die hier sonst ins Lagerfeuer gucken, wenn die Frauen nicht dabei wären. Der hat jetzt wahrscheinlich vor seinem geistigen Auge sich wieder gedacht, so, oh, da kann ich ja gleich mal das Dürndelchen hochziehen. Ne? Aber sie tragen leider keins, weil es zu kalt ist. Auch wieder Pech gehabt, Nikolai. Ne? Aber Alter, das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist wirklich, das Video kannst du dir nicht ausdenken. Das ist Realsatire, übertrifft jede Satire hier wirklich. Also. Und am liebsten mitmarschieren würde, auf jeden Fall jetzt natürlich Feuerholz suchen. Musst du irgendwas kompensieren, Nikolai? Der Hulk! Also der war damals im Gespräch für den Marvel Hulk. Hier, also wenn man sieht, was für eine brachiale Männlichkeit. Der hat bestimmt von diesem Germanen, der auch im Wald rumturnt, dieses Fischöl gesoffen und ist jetzt hier quasi der 6-Millionen-Dollar-Mann mit stahlharten Muskeln und kann quasi ganze Bäume mit seinem kleinen Finger umreißen. Also der Nikolai, Top-Typ. Humorisch, genauso wie er stark ist. Ne? Aber der hat ja auch eine stark narzisstische Störung. Ne? Der findet sich wirklich krass hierbei. Ne? Er geht auch tatsächlich davon aus, dass was er hier liefert, wirklich irgendwo ansprechend ist und dass das Leute abholen könnte. Also das ist tatsächlich ja das Traurige dabei. Ich würde das sogar irgendwo noch cool finden, wenn da jemand wäre, der die Szene dann damit echt verarschen würde. Der sich hinstellt und sagt so, okay, Alter, ich treffe mich jetzt mit so ein paar Reichsbürger-Deppen und dann verarsche ich die ein bisschen, um mal zu zeigen, wie man es nicht macht. Aber er macht das ja mit und er findet das ja wirklich geil. Ja, dieses Geschwätz hier, die deutschen Männer und am Lagerfeuer das Reich verteidigen und super. Das findet der ja wirklich toll und er geht ja wirklich davon aus, dass das der breiten Mehrheit etwas geben könnte. Ja, also was für eine Verkennung der Realität, für eine verzerrte Wahrnehmung. Ne? Ich muss einen Kommentar vorlesen von Leptic Lady Land, grüß dich. Brokeback Mountain, Deutsches Reich Edition. Mit meiner Haltung gegenüber gewissen Organen zu tun. Ja, das war nicht schlecht, aber ist ja noch einiges zu tun, ne? Und ich habe noch Kraft. Ja, selbstverständlich. Halt mal die Meister hier. So, das ganze Küchenzeug mal bitte innen rein. Erstmal den Reisig hier, den dünnen. Und den legst du langsam, wenn der dann klimmt, dann gibst du die größeren Stück oben drauf. Ist das Reichsarmee für Achtjährige? Also das ist schon den, hier. Den Grillanzünder unten, dann Reisig oben drauf. Und wenn da ein bisschen Feuer ist, dann das größere oben drauf. Danke für die Erklärung, Alter. Der deutsche Untertan, der muss geführt werden. Ja? Der braucht die Führung von starken Kämpfern wie Axel Schlimper, ja, und dem Volksdödel und aber das ist wirklich so, weiß ich nicht, also das ist wirklich so, dass die Szene, also sowas dann noch dann produziert und da Leute mitlaufen und denken, boah, das war jetzt aber eine geile Veranstaltung, was wir hier gemacht haben. Weiß ich nicht, also mir fehlen da echt so ein bisschen auch die Worte. Ja, mir fehlen jetzt noch die Anleitung, ja, nicht den gelben Schnee essen, ja,
was weiß ich, nicht nackt auf dem Boden schlafen. Das sind ja Anweisungen für Sechsjährige. Ja, von der Pike auf gelernt, diese erfahrenen Soldaten, ne? Also wer stolz ist, mit so einem Stück Grillanzünder ein Feuer angemacht zu haben im Wald, weiß ich nicht. Hätte man besser inszenieren können. Es geht doch um Deutschland. Jetzt sei doch nicht so kleinlich und piefig und du sitzt in deiner warmen Bude. Diese Kameraden gehen raus in den Schnee, raus in die Kälte, durchleben hier ein zweites Stalingrad für Deutschland, für die Verteidigung des Reiches. Und du machst das hier so nieder. Mensch, kann ich total verstehen. Winkler, wie gibst du dich hiermit nicht schon auf dünnes Eis? Ach, meinst du, dass man mich jetzt echt in die Nähe der Reichsbürger rücken könnte? Du könntest geächtet werden. Das mag sein, aber weißt du, mir erschien das ein bisschen besser, wenn die Jurte hier zu ist, weil der Wind eben von da kommt. Und dann kann man nach da hinten schön öffnen. Ja, auch auf den Vorplatz ein bisschen. Ich hier auch das taktische Genie des Nikola. Ja? Also der Mann ist nicht nur Journalist, Historiker, Wahrheitsfinder, ja? Weiß, dass Atlantis verborgen liegt, ja? Und will deswegen die Nordsee abpumpen. Also der Mann weiß auch hier, wo der Wind weht. Ne? Also der kennt die Richtung. Also der Mann, ja, aber der Axel auch erst zum Reichskanzler hat. Ne? Ja, die also Windrichtung aber auch erst erkannt, nachdem er Pipi war. Also da ist leider ein kleines Malheur passiert. Ja, von daher musste jetzt das Zelt nochmal in eine andere Richtung geöffnet werden. Ich dachte, das wäre nicht schlecht. Und da oftmal das Motto hier der Reichsbürgerarmee ist, wenn eine gute Idee hat, setzt sie um. Habe ich gedacht, komm, ich mach's jetzt. Und man sieht, Veranstaltung also, auflösen, nach Hause gehen und Vernünftiges machen. Ja? Also die Idee möchte ich hier gerne mal umgesetzt sehen. Ja? Also wenn das euer Motto ist, wer eine vernünftige Idee hat, setzt sie um, dann lasst die Scheiße sein und verschwindet da endlich und lebt euer Leben, ihr Hansel. Und bei den anderen auch ganz gut anzukommen. Deswegen, das war einfach nur mein Gedanke. Es heißt nicht, dass ich mich jetzt hier verbündet habe. Ja, guten Tag. Ich möchte mich auch nochmal. Das ist der sympathische Alex Schlimper, ne? Axel Schlimper. Leider auch. Ein Vornamensvetter, aber Schlimper. Ne? Kann man sich das Video angucken, wie sie über die Wahl in Sonneberg zusammen das Video gemacht haben, Axel und ich auch kommentiert, da ist er auch. Der Protagonist neben Nikolai Nährling, auch sehr, sehr sympathisch. Mal ganz herzlich bedanken, dass Sie mich hier mit hergenommen haben. Das ist ja nicht normal und sehr außergewöhnlich, dass Sie das hier öffnen, aber wir hatten ja ein paar ganz gute Vorgespräche und da konnte ich Sie auch überzeugen, dass ich verschwiegen bin. Vor allem, naja, also eine Zuschauerschaft habe, die es schon versteht, was Sie hier machen. Das ist ja auch spektakulär, weil man liest das ja immer wieder in der Zeitung und es geht durch die Medien auf und ab, die Reichsbürger seien eine wahre Gefahr. Ne? Das jetzt haben wir tatsächlich gehört, weil es ja eben auch so Stimmen gab, ach, die verarschen euch doch nur, das ist doch alles hier nur Heckmeck und das meinen die nicht ernst. Doch, das meinen die ernst. Das hat er hier gerade auf den Punkt gebracht, dass er sagte, ich habe hier eine Zuschauerschaft, die versteht ja, was hier läuft, die ist ja wohlgesonnen und er denkt tatsächlich, er würde hier investigativen Journalismus betreiben, wo er mit den Typen rumhängt, die er sowieso von seinen Veranstaltungen, von den gemeinsamen Demos kennt. Die rechtsextreme Szene ist ein Dorf und gerade diese isolierten Sektierer sind ja nochmal Sekte innerhalb der Sekte. Aber er tut jetzt so, als wenn das wirklich was total Geheimes wäre und er wäre jetzt hier eingeladen und er darf jetzt dabei sein und ganz toll und Alter, das kannst du hier nicht ausdenken. Das ist so ein schlechtes Schauspiel. Oh, Alter, Hammer. Gerne. Ah, ja. Und wenn ich sie mir jetzt hier so anschaue, tatsächlich, ich nehme eine gewisse Bedrohung auch wahr. Ja, allein durch die Pickelhauben schon, das wirkt natürlich auch stark. Ja. Und das würde ich auch gerne von Ihnen mal wissen. Was ist Ihre Motivation, hier das alles zu machen? Es ist ja nicht gerade gemütlich hier im Winter im Wald. Ja. Ja, das ist uns egal. Das ist egal? Ja. Wir können die Konsumgesellschaft nicht mehr ertragen. Wir haben es satt. Und wir wollen das Reich heute leben. Wir wollen nicht darauf warten, bis irgendwann irgendwas passiert, sondern wir wollen die Kameradschaft leben, wir wollen die Natur leben
Und wir wollen diese ganzen Verhältnisse in Deutschland hinter uns lassen. Das heißt, ja, dann wandert doch irgendwo nach Grönland aus oder geht nach Neuschwabenland und dann macht ihr da euer deutsches Reichscamp auf. Dann könnt ihr Ewigkeiten in der Natur im ewigen Eis verbringen. Ne? Aber was für ein blödes Gelaber auch wieder. Wir wollen die Konsumgesellschaft nicht. Wir wollen jetzt das Reich. Alter, wenn das Reich ist, ne? Also dann aber gute Nacht. Dann will ja kein Mensch mitmachen mit irgendwelchen verkniffenden, hasserfüllten Figuren. Ja, mehr schlecht als recht mit Anleitung einen Grillanzünder benutzen, um so ein kleines Feuerchen anzumachen und sich dann auf die Schulter klopfen und sagen, boah geil, wir sind voll die Alternative zum Konsum der BRD. Also da werde ich heute Mittag, wenn ich mir so ein schönes Steak genehmige und ein Chianti heute Abend trinke, bei einer schönen Zigarre und meinen schönen Flat-Fernseher gucke, Netflix oder Amazon Prime, dann weiß ich, Gott sei Dank gehöre ich nicht mehr dieser Szene an, weil vielleicht wäre ich damals blöd genug gewesen, mit solchen Typen da noch ein Wochenende im Wald zu verbringen. Ne? Ich habe sowas ja leider gemacht und ich kann es nur wiederholen, die meinen das ernst, besonders der das hier sagt, das ist völlig überzeugt, ne? Und darf man nicht vergessen, wenn die Möglichkeit haben, über irgendwelche Kanäle an Waffen zu kommen, dann kaufen die diese Waffen. Ja, klar. Ja, also das ist real. Natürlich zeigen die das jetzt hier nicht. Ja, und haben das dann auch satirisch aufgezogen, damit ihren Hölzern und Stöckchen und so weiter. Von uns geht keine Gefahr aus. Aber wir haben das gesehen, zu was Reichsbürger fähig sind, wenn dort Durchsuchungen sind, wenn Steuern nicht gezahlt werden, wenn sie gegen Gesetze verstoßen, dass dort geschossen wurde, dass es dort Todesfälle gegeben hat, dass es dort Pläne gibt, an die Macht zu kommen, sich abzusondern, Gebiete einzunehmen. Das darf hier nicht untergehen. Bei allem Spaß, den wir hier bei so einem Video haben, sind das Menschen, die wir hier sehen, die das ernst meinen und die dann auch irgendwann vielleicht mal freidrehen. Und da geht die Gefahr auch von aus. Sie rufen ja ganz offen zum Krieg auf. Und wie gesagt, die beiden Typen, die jetzt hier stehen und sich da gegenseitig einen runterholen, wie toll und lustig sie doch sind, die träumen schon wieder von Verhaftungen. Die träumen davon, dass irgendwann der Tag X kommt und was dahinter steht, da braucht man nicht viel Fantasie für zu haben. Ne? Das heißt, sie haben das Reich hier sozusagen in den Wald gebracht und leben es hier. Das Reich ist immer da. Das Reich ist immer da. Im Walde. Ja. Ja. Aber für uns ist es das Reich in unseren Herzen und in unserer Seele, ja, was wir jetzt leben wollen. Ja. Wir wollen nicht warten, bis irgendwann das Reich in seiner alten Blüte wieder erstehen wird, sondern wir werden das Reich uns so suchen, wie wir es gerne haben möchten. Oh Gott, dieses Geseier. Ich fühle mich wirklich 30 Jahre zurückversetzt, Axel. Pathetisch, aber das wird tatsächlich... Das Reich im Herzen, das Reich existiert noch. Ja, in der Seele, wir leben das jetzt. Wir wollen nicht warten, bis es in alter Blüte neu erstrahlt. Wir sind das Reich. Das Reich ist im Wald, das Reich ist überall, das Reich ist in uns. Alter, ja, das sind die gleichen Labersachen, die ich damals gehört habe, ne? Von Blut zu Blut, die Ahnen ehren, weißt du, und euch... Und das ist hier noch alles gemäßigt, ne? Ich weiß, was die sabbeln, wenn sie könnten, wie sie wollten und das veröffentlichen würden, ohne dass es unter Strafe stehen würde, da würden aber ganz andere Sachen hier angesprochen werden. Ich verstehe. Und das motiviert sie so sehr und gibt ihnen so viel Energie, auch eben dieses unwirtliche Leben hier auf sich zu nehmen. Ja, ich finde das nicht unwirtlich. Ist nicht unwirtlich? Nein, das ist ja wesentlich bequemer als jetzt... Vom Fernseher. Vom Fernseher zu sitzen oder den Heizungsklempner zu bezahlen. Oder? Ja, ich verstehe. Ja, ich habe eine Frage. Ja, voll bequemer. Also wer kennt das nicht, wenn man schon mal zu Hause saß im schönen Sessel, ja, oder im Winter sich im Bett eingekuschelt hat mit der Freundin, dann denkt man sich auch, boah, scheiße, ist das unbequem. Ich möchte lieber raus mit ein paar Pickelhaubenträger und im Wald ein Zelt aufbauen und da mit dem Arsch in der Kälte sitzen. Das ist viel bequemer, voll geil. Also das sind auch richtige Trendsetter. Also, ne? diese jungen Männer, die freudestrahlend, ich habe ja auch gerade geguckt, im Westen nichts Neues, ich fand den gut, die freudestrahlend in den Krieg gezogen sind und dann im Schützengraben jämmerlich verreckt sind, egal wo, wie, wo, welche Seiten, wenn wir jetzt über den Ersten Weltkrieg sprechen, ja, da geht die Romantik so ein bisschen ab, finde ich, ne? Ja, es ist jetzt hier auch natürlich für die wie ein Film. Ja, die haben diese heroischen Bilder im Kopf. Dann kommt vielleicht noch mal ein alter Frontsoldat, der dann erzählt, wie schön und wie toll die Kameradschaft, der Zusammenhalt und das Marschieren war.
Und es wird die ganze Grausamkeit, die ganze Brutalität, die Unmenschlichkeit, ja, und die Dramatik des Krieges vollkommen ausgeklammert. Ja, und anstatt sich da mal Ernst Jüngers in Stahlgewittern anzulesen, sollten Sie vielleicht tatsächlich mal Erich Maria Remarque Im Westen nichts Neues lesen, weil da wird schön auf den Punkt gebracht, was für ein sinnloses Sterben, was für eine bestialische Tötungsmaschinerie der Krieg im Ersten Weltkrieg schon entfesselt hat, der dann wenige Jahre später im Zweiten Weltkrieg noch um ein Vielfaches getoppt wurde. Und wer das glorifiziert, ja, wer das beschönigt oder verniedlicht, der ist einfach nur doof, muss man sagen. Der kann sich noch so oft hier Geschichtslehrer und Geschichtskenner und Wahrheitsfinder nennen. Der ist einfach doof. Der hat einfach keine Ahnung. Noch hier zu ihrem Koppel. Ich sehe hier, kannst du mal darauf hin kurz? Hier, Einigkeit, Recht, Freiheit. Das ist ja so nach meinem Verständnis sind das die Begriffe der BRD-Hymne. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Ist das jetzt nicht auf die BRD bezogen? Nein. Nicht. Das ist das Deutschlandlied. Einigkeit, Recht und Freiheit ist die dritte Strophe des Deutschlandsliedes. Ja. Und das ist Ausdruck des Reiches. Die BRD maßt sich diese Dinge an, aber das spielt für uns keine Rolle. Verstehe. Naja, er maßt sich aber auch ganz schön gerade an, wieder für das Reich zu sprechen. Das ist ja auch, also tut mir leid, also die Hymne hatte einen ganz klaren von der französischen Revolution geprägten Charakter. Ja, das waren damals auch patriotische, auch deutschnationale Verbände, keine Frage. Die haben damals auch ausgegrenzt, das kann man nicht beschönigen. Aber der Grundgedanke war ein humanitärer, war ein kosmopolitischer, war ein Aufbruch in die Zukunft und kein reaktionäres Festhalten an Monarchie oder an staatlichen Institutionen, so wie diesen Vögeln das davor schwebt. Ja, und dann zu sagen, die BRD nimmt das für sich aber falschen Anspruch. Tut mir leid, Schwarz-Rot-Gold waren die Fahnen der Demokratie, waren die Fahnen der Freiheit, während eure Fahne Schwarz-Weiß-Rot für nichts anderes steht als für Unterdrückung, für Totalitarismus, für Militarismus, für ewig gestriges Gedankengut. Ja? Und das wird jetzt hier von ihm so mit so einem Satz einfach vereinnahmt und die anderen haben keine Ahnung. Junge, du hast null Plan, du hast keine Ahnung, du bist Ideologe, kein Historiker und historische Wahrheit interessiert dich einen feuchten Kehricht, wie wir hier hören. Kite ist ja seit 1990 hergestellt, ja, jetzt ist Deutschland ja wieder eins. Ist dieser Punkt erfüllt, würden Sie sagen? Nein. Ist nicht erfüllt? Einigkeit ist die Einigkeit im Volke und die Zerrissenheit des deutschen Volkes, die es heute gibt. Ja. Ja, die Einwanderung, das über die Köpfe der Menschen wegregiert wird, das hat mit der Einigkeit, die wir suchen. Das ist ja historisch. Der starke Führer wird ja auch nicht über die Köpfe hinwegregieren. Aber weißt du, da steht jetzt jemand, der selber ein Weltbild vertritt und politische Forderungen vertritt, die alles und jeden ausgrenzen. Ja, also jeden Demokraten, jeden Homosexuellen, jeden Kosmopoliten, jeden Liberalen, jeden Sozialisten. Ja, also alles, was an 100.000 Feindbildern bei diesem Typen im Oberstübchen rumwabert, soll ausgegrenzt, soll bekämpft, soll ausgeschaltet und mundtot gemacht werden. Aber er redet jetzt von Einigkeit. Er will jetzt Einigkeit im Volk herstellen. Axel, mit Zwang, Gewalt, Terror, Unterdrückung verboten. Axel, muss man sich immer wieder aus der Zunge zergehen lassen. Nee, ganz kurz, Philipp. Diese Typen reden hier von Freiheit. Ja, und die einzige Freiheit, die sie meinen, ist für sich und ihre 5 Vollidioten, die sich danach auch noch ins Gehege bekommen. Axel, wer jetzt der größte Reichstheoretiker? Man kann sich nicht mal zu zweit einig sein. Wie willst du 10 Millionen, 80 Millionen, 100 Millionen und der eine? Und das ging nur, weil es ganz klar von oben wurde diktatorisch regiert im Reich. Ich meine, über was sprechen wir denn hier? Alle Deutschen, Axel, alle Deutschen waren sich einig. Alle waren glücklich, alle waren toll, alle waren in Lohn und Brot und alle hatten das, was sie wollten. Das ist ja die Welt absolut verklärt. Ich meine, über was reden wir denn? Das ist ja ein nostalgischer, romantischer, verklärter Blick in die Geschichte, der mit der Realität ja nichts zu tun hat. Gut, es ist aber auch Ausdruck einer zutiefst antidemokratischen Gesinnung. Eine Demokratie lebt vom Dissens. Und ich bin froh, dass wir in einer freien, diversen Gesellschaft leben,
die jedem seinen Lebensentwurf zubilligt, solange er damit keinem anderen zu sehr auf die Eier geht. Ja? Und das wollen diese Leute nicht. Diversität ist für sie Gift, ja, und Pluralität ist für sie Gift. Sie wollen ein gleichgeschaltetes, einheitlich marschierendes Deutschland mit einem Führer, einer Ideologie, einer Partei, ja, einer Weltanschauung. Ja, und das ist doch tödlich für jeden. Das hat doch selbst in Zeiten des Faschismus und des Nationalsozialismus nicht funktioniert. Da sind sich gegenseitig die Leute auch an die Gurgel gegangen und haben Wortintrigen gegeneinander geschmiedet. Ja, ja, ja. Was? Stichwort Röhmputsch, ja, und so weiter und so fort. Ja, aber das ist ja geschichtsverfälscht. Das ist Alliiertenpropaganda. Ach so, Entschuldigung, mein Fehler. Ja, sorry. Da solltest du dich vielleicht mal anderweitig informieren. Ich muss es vorlesen. Ich muss vorlesen von Andreas Lesche. Ich weiß es nicht. Findet ihr es nicht etwas unangebracht, denen jetzt mit Logik zu kommen? Genau so ist das oft. Ja. Mein Fehler. Sorry. Entschuldigung. Nichts zu tun. Also Sie meinen, Einigkeit und Multikulti schließt sich aus? Ja. Ich weiß nicht. Diese Fragen interessieren mich nicht. Ja. Deutschland ist kein Einwanderungsland. Deutschland, dieses Deutschland. Doch, Deutschland ist ein Einwanderungsland und Deutschland wäre nicht überlebensfähig ohne Einwanderung. Dass diese gesteuert, reguliert und endlich in gesetzliche Bahn gebracht werden muss, keine Frage. Aber einfach zu sagen, Deutschland ist kein Einwanderungsland, dann folgen wir mal euren Ausländer-Raus-Parolen, die ihr euch in eurem kleinen Oberstübchen da irgendwo im sächsischen Hinterzimmer zusammengeklabustert habt, dann bricht zum Beispiel das gesamte Pflegesystem zusammen. Ja. Aber egal, dann befiehlt die Partei und dann befiehlt der Führer. Da aber müssen Axel, dann die Alten wieder in der Sippe aufgenommen und verpflegt und versorgt werden. Und dann ist das einfach so. Das ist dann die deutsche Seele, ne? Deutsche Reich. Ne? Und ich sag dir auch mal ganz ehrlich, nur so von der Ausstrahlung her, von dem Axel Schlimper hier, hätte ich schon gar keinen Bock auf Einigkeit mit so jemandem. Ich möchte nicht mit jemandem so irgendwie einig sein. Das ist einfach ganz klar. Aber der hat eine schöne, schöne Karnevalspickelhaube auf. Das holt vieles jetzt wieder raus. Man kann ja sagen, also der ist durchaus unsympathisch. Der ist nicht sonderlich intelligent. Der ist auch historisch nicht gebildet. Aber diese Pickelhaube, die lässt ihn aufgrund der Lächerlichkeit einigermaßen noch menschlich wirken. Ja, das ist so das einzig Menschliche, was ich jetzt hier an diesem Gelaber jetzt noch irgendwie ausmachen kann, dass man sagt, okay, der macht sich mit diesem Plastikding da absolut zum Kasper. Das kann man ihm noch zugutehalten, finde ich. Man muss ja nicht nur negativ sein. Ne? Was wir jetzt noch haben, ist der letzte Rest, ja, den das deutsche Volk bewohnen kann. Und deswegen ist da eine Einwanderung ausgeschlossen. Ja. Haben Sie jemals Einwanderer hier im Wald gehabt? Ja, ja. Ja? Ja. Und was machen Sie, wenn Sie hier Einwanderer auffinden? Wir beobachten Sie. Ja. Haben Sie sich friedlich verhalten bisher? Ja, ja. Ja, schon. Ich kann mir auch denken, dass Sie wahrscheinlich auch ein bisschen abgeschreckt sind von Ihrer Erscheinung. Wieso? Ich meine nur, also es ist ja, wenn man jetzt hier so zum Beispiel als Syrer durch den Wald spaziert und auf einmal dann wirklich ein Mannsbild, wie Sie es ja durchaus darstellen, wenn ich das so sagen darf, erblicken, dann... Also der Typ ist doch genauso leeres Hemd wie ich. Also das ist ein Mannsbild. Also da muss man jetzt mal sagen, wenn die Syrer, die ich so gesehen habe, ja, die in Saft und Kraft stehen, an dem Typen vorbeilaufen, die husten einmal, dann kippt der um wie so eine deutsche zerfressene Eiche. Ja. Ja, so ein Mannsbild wie Axel Schlimper. Geil, also... Hier kommt noch was, Leute. Kann ich mir schon vorstellen, dass es Ehrfurcht gebietet. Ja, ja. Also gerade der Araber hat einen hohen Respekt vor der deutschen Uniform. Eben, das meine ich. Das meine ich. Ja, genau. Respekt. Ja, Respekt. Ja, dann danke ich erstmal herzlich für das Gespräch. Die Uniform, die er da trägt, weißt du, so Bundeswehrkoppel, so ein Karnevalspickelhaube, Olivtarn, die deutsche Uniform. Also wenn man den sieht... Denkt man nicht, okay, das ist irgendein Penner, der im Wald lebt, ja, weil er in der normalen Welt nicht mehr klarkommt mit seinem abstrusen Gedanken im Kopf, sondern das gebietet Ehrfurcht, Philipp. Ich muss aber sagen, Axel, und der würde sagen, jetzt marschiert, dann würden wir doch sofort marschieren, Philipp, oder? Komm. Irgendwie das Video erinnert aber ein bisschen an die Pornozeiten von Volkslehrer. Er ist hier schon sehr oft homoerotisch unterwegs. Ja, 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 Problem darstellt. Und hier, ne, aber die Pickelhaube ist ja auch so ein kleines Phallus-Symbol. Und man hat ja eben schon gehört, diese Andeutung auch hier vom Nikolai, er sagte, oh, hier Männer allein im Wald. Da kam ganz, ganz starke Brokeback Mountain Vibes hoch. Ne? Da war er froh, dass Frauen da waren.
Da kann er seine ungestümte sexuelle Potenz, ja, dieser kräftige Mann, ja, dieser Volkskraftlehrer, ja, dann in die richtigen Bahnen lenken. Ne? Und ich werde mich auch ein bisschen das Volk mischen dann. Ne? Also dann haben Sie vielen Dank. Gibt es eine Reichsverabschiedung? Ja. Wie sagt man dann? Heil dir. Heil dir. Mit oder ohne Kniebeugen? Also dieses Heil dir kenne ich ja auch noch von früher, aber warum hat er sich jetzt gebückt? Wollt er gucken, ob der Hosenstall offen ist von Nikolai, weil der sich so geil findet? Oder ich weiß nicht. Also das war jetzt ein bisschen, strange. Ne? Berechtigte Frage, warum haben sie in Städten immer Schneetarn an, aber im Schnee nicht? Ich kann es dir nicht beantworten, es soll ja historisch so sein, ja, aber dieses Heil dir wurde früher ganz viel benutzt. Ne? Ja. Das habe ich sogar in E-Mails benutzt. Ja, klar, natürlich, das immer, oder heil, 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 das war ja auch immer klar, die nationalsozialistischen Anleihen, die germanischen Anleihen, die vermeintlichen, das ist ja in der Szene ganz, ganz groß geschrieben. Ich muss gerade was vorlesen. Lüt hat geschrieben, danach einfach mal mit Schwarzlicht durchs Camp laufen. Okay. Und heil euch, liebe Freunde. Das war doch jetzt sehr eindrücklich. Und das da, das ist auch eindrücklich. Hier, das sind Zusammenhalt, das ist ja, Einigkeit. Das ist Einigkeit, das ist Einigkeit. Genau. Schwarzpulver auf jeden Fall. Männer weinen für das. Ja. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Na klar. Ja, weil ich sehe hier so ja, eigentlich nur Männer, die hier rumlaufen. Und da wollte ich mal wissen, was motiviert denn Sie als Frau, auch hier bei der Reichsbürgerarmee mitzumachen? Also die Frage ist ja schon wieder. Da wäre ich auch schon wieder wütend, gell? Was soll das heißen, ich als Frau. Ja, ich möchte auch als Frau diese Tugenden pflegen und natürlich ehren. Und, welche Tugenden meinen Sie jetzt? Naja, diese Zusammenhalt, Kameradschaft, Treue, ja. Ehre, Respekt und so weiter. Also so preußische Tugenden, die man so gemeinhin damit verbindet. So und es sind ja nicht viele Frauen dabei. Tut mir leid, was heißt das hier, ich als Frau, aber sie macht das Kochgeschirr. Ja, aber tut mir leid. Das tut mir leid, also, Sie wollen so fast Emanzipatisten ja, unterwegs da sein. Da werde ich ja fast wütend. Warum als Frau nicht? Also man hat ja auch gesehen, die Frauen durften nicht mitmarschieren. Die mussten eigenständig zum Camp fahren. Ja, die waren also nicht dabei, als die Männer durch den Wald sind. Ne? Also wo ist denn da die Emanzipation? Warum bist du da nicht mitgelaufen? Ja, keinen Bock gehabt oder haben die dich nicht gelassen? Dann red doch mal darüber. Christian Pohl schreibt gerade, auch ich als Frau habe das Recht, so einen Blödsinn mitzumachen. Ja. Gut, es ist ja auch kein Geschlecht. Wir sind ja auch bei der Armee gerade, aber gibt's denn generell bei Frauen auch noch ein Interesse daran? Jetzt sind Sie und vielleicht noch die eine oder andere, aber es sind doch eher wenige. Es sind leider sehr wenige, es werden mehr, aber es ist halt immer noch ein Problem, dass es eine Männerdomäne ist, ja. Und wenig Frauen. Aber ich würde mich freuen, wenn mehr Frauen mitmachen würden. Es macht Spaß, es ist schön, der Zusammenhalt ist toll. Ja. Dann würde ich das einfach mal so als Appell an die Mädels geben, ja. Aber Axel. Also an seinem Axel, muss man das aber immer ernsthaft sich so vorstellen? Stehen. Musst du sich ernsthaft so vorstellen, was du sich, du lernst irgendwo eine Perle kennen, ich sag mal irgendeine Gabi in Baden-Württemberg, die kommt zu dir nach Hause und dann sagt er, ich mache mich mal kurz frisch und sie denkt sich, ja geil, heute und dann kommt der mit der Pickelhaube irgendwie und im Anzug raus und sagt so, ich weißt du, was wir morgen machen und sie denkt, gut, Wellnesshotel, bisschen Spa und wir gehen schön was essen. Nein, das geht in den Wald mit meinen 17 anderen verwirrten Jungs. Ja, ne? Ich glaube, da steht jede Frau drauf, Philipp. Also wenn da der Ruf des Blutes ja bei der Frau auch aufwallt, ich meine jetzt keine PMS oder sonst irgendwas, ja, sondern die Ahnenkraft, die auch in der deutschen Frau erblüht, dann wollen die Mädels aber mit. Und wenn da noch so ein potenter Hengst, ja, wie hier der Nikolai dabei ist, der ansonsten nur mit dem Axel kuschelt, dann können die Frauen nicht an sich halten. Dann geht's ab. Ne? Also da steht das Zelt dann aber nicht nur, wenn die Flöcke gerammt wurden. Ne? Bei der Reichsbürgerarmee scheint offenbar noch Platz zu sein. Und man sieht ja auch, als Frau kann man mithelfen. Man muss dann vielleicht nicht so viel schießen und marschieren, aber sich eben um Dinge kümmern, die dann natürlich auch erledigt werden müssen. Denn wir kennen ja den alten Spruch, kein Mampf, kein Kampf. An den Herd, Alte, komm hier mitmarschieren, Spaß haben, Wehrsport am Arsch. Ne? Jetzt mal schön hier kochen und putzen und hier das Zelt aufschlagen. Ne? Aber zackig. Ne? Nicht, dass du dich an den Geschirrspüler gewöhnst.
Ja, hier, heim ins Reich und ran an den Herd, Weib. Ne? Komm, hier. Ja, weißt du, geil, ich stehe doch da und will dann so ein bisschen so emanzipatorisch klingeln und sagen, ich als Frau kann doch auch. Und er direkt, weißt du, kaltes Wasser drauf. Ja, die muss ja nicht unbedingt richtig mitmachen. Die kann sich ja um anfallende Arbeiten kümmern. Da herrscht ja auch eine tolle Gemeinschaft bei, ne? Weißt du? Die Küchenbrigade marschiert, weißt du? Und, das kann man durchaus hier auch erledigen. Ja, dann danke ich ganz herzlich für das Gespräch. Bitteschön, gerne. Und wünsche Ihnen noch regen Zulauf von Frauen bei der Reichsbürgerarmee. Das wünsche ich uns auch. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, Freunde, das wollte ich euch noch zeigen. Hier, was ihr gerade gesehen habt, ist ein ehemaliger Schiefersteinbruch. Ich habe euch ja mal das Video gezeigt über diese schönen Häuser hier, der schieferverkleideten Fassade. Und hier wurde der Schiefer abgebaut. Und dann eben gar nicht weit weg wurde er dann ver... Da pinkelt gerade einer. Die Kamera drauf. Da ist der Nikolai wieder in seinem Element hier. Ne? Da, ja, Schwengel, da pinkelt gerade einer. Schneiden wir nicht raus, das muss gezeigt werden. Das kann ich mir in der Wiederholung immer wieder angucken, ohne verdächtig zu wirken. Der, ne? Der führt ja die eigenen Leute immer vor. Das reicht ja nicht, dass er sich zum Arsch macht, sondern alle anderen muss er noch mal dreifach durch den Kakao ziehen. Aber guck, wie sich freut. Guck mal, jetzt hat er einen Schwengel gesehen, da ist der Nikolai, der alte Pornosüchtige, direkt wieder hier. Guck mal hier, Golden Shower, ne? Natursektparty, heißt der, auch NS. Ne? Da der Mittelstrahl des Deutschen Reiches. Alter Falter. Der hat wahrscheinlich das Reichsrevier markiert hier. Wollen wir mal nachschauen? Ach, kann er nicht. Ja, komm. Ah, auch schön nur 5 Meter vom Lager weggegangen. Das ist doch das Deutsche Reich in Reinform. Der Duft vom neuen Reich, Philipp. Hier sind Männer beieinander. Die müssen hier deutlich machen. Ne, hier haben die Reichspisser ja, ihre Marke gesetzt. Und wo ein Deutscher pinkelt, da kommt kein Syrer hin. Ne? Das ist wahrscheinlich die neue Strategie, die sie haben. Wir pinkeln einfach alles zu und suhlen uns in dieser Jauche, die wir hier geistig wie auch dann körperlich den Leuten angedeihen lassen. Und da will dann auch kein anderer mehr hin. Also ich hätte auch keinen Bock, jetzt durch den Wald zu marschieren mit den Hunden und würde dann da durch diese schönen Urinflecken der Reichsbürger laufen. Ne? Oh, sorry. Oh. Oh. Hast du dir wehgetan, Philipp? Ja, Strahlküre. Ja, ich habe hier so ein paar lustige Sachen gelesen, aber. Na guck, komm ich da. Jetzt latscht er da hin, oder was? Von der Nase nehmen, ne? Ich guck mal, tatsächlich. Oh Gott, ich bin raus, Axel. Ich bin raus. Tschüss. Ich bin raus. Oh Gott. Deutsches. Oh Gott. Könnte aber auch Werbung für die Partei. Oh, nee, ich bin raus, Axel. Ich habe Kopfhörer abgenommen. Ich bin raus. Alter, aber jetzt stell dir mal vor. Wir haben wieder Stream-Probleme, Leute. Wir sind raus. Oh Gott. Jetzt Philipp, mal ohne Scheiß. Stell dir mal vor, wir hätten uns damals in unserer Nazi-Zeit hingesetzt und hätten gesagt: Komm, wir drehen jetzt mal so ein geiles Propaganda-Video. Und dann. Dann, also weiß nicht, dann kommt einer auf die Idee und der Schlimper steht ja neben ihm. Du pisst jetzt mal und dann machst du DR für Deutsches Reich und das filmen wir dann und beömmeln uns darüber, wie originell wir sind. Ist da keiner dabei von diesen 20 Hanseln, der sagt, Alter, wer hat euch ins Gehirn geschissen? Lasst die Scheiße sein, ja? Die veröffentlichen das und die denken, das ist jetzt eine vernünftige Propaganda für ihre Zwecke. Das glauben die ja wirklich. Die denken ja tatsächlich, boah, super Axel, Video, hier waren Axel, wir lustig. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn jemand das aus meiner Kameradschaft veröffentlicht hätte, das wäre es für ihn gewesen. Das hätte Konsequenzen gehabt. Aber das wär's die Szene, gewesen. Die Szene, in der ich hier auch im Westen aktiv war, die hätte das nicht geduldet. Also so Typen, auch so ein Typ wie der Volkslehrer nach solchen Aktionen, der wäre einfach zur unerwünschten Person erklärt worden. Da hätte man gesagt, nee, du nicht, komm. Geh mal besser und ein paar Jahren komm mal wieder. Aber das ist jetzt der Standard der Szene. Die ist so runtergewirtschaftet, die ist so am Arsch, die ist so peinlich, dass sowas von diesen Leuten gar nicht mehr als absoluter Irrsinn wahrgenommen wird. Die feiern das ja ab, größtenteils. DR. Was soll das heißen? Ja, was soll das Doktor? Heißen? Ja, wahrscheinlich nicht.
Das kann nur Deutsches Reich heißen. Deutsches Reich gepinkelt. Deutsches Reich, das. Ich hätte jedem, der das gemacht hätte, ich gesagt, das ist wirklich wie aufs Deutsche Reich pissen oder sonst irgendwas. Ja. Also wie weg kannst du sein? Diese Szene ist so schön. Es ist so. Oh, ich bin so froh, dass das ein Ende hat. Immer wieder nach so vielen Jahren, wenn ich das sehe, bin ich froh, dass das zu Ende ist. Ja, aber mit solchen Leuten treten dann auch so vermeintliche Modernisierer wie unserer The Brain auf, ne? Also Patrick Schröder, der geht mit denen gemeinsam auf Veranstaltungen. Michael Brück, ja, und das Who is Who der deutschen Neonazi-Szene sitzt mit so einem Typ gemeinsam auf einer Veranstaltung, hört sich dessen Vorträge an und kennt doch diese Videos. Also ist da keiner dabei, der sagt, Alter, mit dem setze ich mich nicht auf eine Veranstaltung und wer das macht, der ist für mich auch unten durch. Axel, ich wäre schon ausgerastet, wenn jemand neben dem Zelt, wo wir den Abend verbringen, wenn der nur 5 Meter davon hingeht und dahin bist, würde ich sagen, was bist du denn für eine faule Sau, Digga? Geh doch wenigstens mal 30, 40, 50 Schritt weiter. Außer Atem wegen der ganzen Rumflockerei, ne? Boah, kann mal jemand Evil daneben pinkeln, Dr. Evil, Ralf? Ja. Oi, oi, oi. Da, entschuldigen Sie, warten Sie mal, entschuldigen Sie. Entschuldigen. Hallo. Ja. Ich spreche Sie jetzt einfach mal an. Das ist Gerd Hittner. Also üble Figur. Übler Figur, kann ich hier auch sagen, Frauenschläger. Ja, der war damals mit der Sekretärin von Manfred Röder zusammen und hat die dann zu seiner Freundin gemacht. Und sobald die mit ihm zusammen war, da ist dann die Faust geflogen, nicht die Hand, ja, weil sie die Kartoffeln nicht so richtig geschält hat, wie er das wollte. Übelster Frauenschläger, übelster Psychopath, übelster Gewaltverbrecher, Flüchtling, also auch ein Feigling, der sich auf Demos hingestellt hat, übelsten Antisemitismus rausgekotzt hat und immer meinte, ah, mir kann keiner was. Dann hat er sich schön verpisst und musste dann mit Zielfahren dann gestellt werden. Das ist der Typ, den wir jetzt sehen, den Pisser hier, ne, der da eben hingestrullt hat. Und das ist Gerd Hittner, also eine der hochgelobten Redner und Koryphäen der Neonazi- und Reichsbürgerszene im bayerischen Raum, ne? Nein. Gut, nein, gut, nein, gut. Keine Sorge. Sind Sie von der BRD? Auch nicht. Gut. Also wir können ja frei sprechen. Das ist ja. Ich habe ja mit einem von Ihnen hier auf vertraulicher Basis, das war ja alles abgesprochen auch. Ja. Und ich verstehe, dass Sie da ein bisschen vorsichtig sind, aber ich habe jetzt doch gerade gesehen, das sieht man ja nicht alle Tage. Sie haben jetzt da DR in den Schnee gepinkelt. Was hat das zu bedeuten? Ja, es bedeutet Deutsches Reich. Deutsches Reich, hab ich gepisst. Ich bin ein ganz toller. Axel, wirklich. Also wir waren schon wirklich, wir waren als Kameradschaft mit der niederste Satz, weißt du, also wirklich Gewalttäter oder sonst was. Hätte das jemand bei mir gemacht und hätte gesagt, ich habe unser Gebiet markiert und hätte das gefilmt und uns online gestellt, den hätte ich rausgeschmissen. Und der hätte noch einen Satz heiße Ohren mitbekommen. Leute denken jetzt, dass das hier gleich Kalkofe ist, ne? Das ist nicht Kalkofe hier. Das ist real und das sind tatsächlich jahrzehntelang aktive Kader der Szene, bestens vernetzt, ja, die rumgereicht werden als Märtyrer, weil sie aufgrund ihrer Hasspropaganda Haftstrafen bekommen haben. Wir reden jetzt auch nicht davon, dass hier drei Leute, die gerade mal kurz dabei sind, oder von gestellten Szenen von Böhmermann. Das ist die Szene, wie sie lebt und lebt. Das ist die Szene, die wir hier sehen. Und wir markieren hier unsere Territorien. Ach, tatsächlich? Ja, ja. So ist Usus hier. Das macht man, wenn ein Lager aufschlägt, dann... Wenn Schnee ist, ja. Wenn Schnee ist. Nee, klar, das macht ja auch sonst keinen Sinn. Ja, ja, ja. Ja, gut. Und Dankeschön erstmal dafür. Kann ich noch ein paar andere Fragen stellen? Bitte, bitte, bitte. Ja, also Sie sind hier im Thüringer Wald. Ja. Und ich habe gehört, Sie warten hier darauf, dass die BRD kommt und Sie angreift. Und wir warten schon lange. Ja. Aber sie kommt nicht. Sie kommt nicht? Sie kommt nicht. Meinen Sie, hat die BRD Angst vor Ihnen? Wahrscheinlich ist der BRD ja bewusst, was sich hier abspielt. Ich gehe mal davon aus, dass sie ja, uns fürchtet. Ja. Sagt der Typ, der sich verpisst hat, weil er nicht die Eier hatte, für seine Hetze in den Knast zu gehen. Ne? Der immer die Fresse aufgerissen hat, mir kann keiner was, das Deutsche Reich, ich werde das Gericht kaputt machen und dann verpisst er sich schön. Und der steht jetzt hier und schwadroniert einen von wegen, ja, die haben Angst vor uns.
Die haben Angst vor deiner Blödheit, wenn es drauf ankommt, oder durch deine Pisse zu latschen. Das ist die einzige Angst, die dieser Staat vor dir haben muss, Ittner. Also was ein ekelhafter Typ. Ekelhaft. Ich sag mal so, bis jetzt haben wir in dem Video noch keinen gesehen, wo ich gesagt habe, Mensch, ach komm, weißt du, irgendwie fühle ich irgendwie menschlich. Ist da bis jetzt für mich mit Spaß, weiß ich, Deutsches Reich 4.0 spüre ich bis jetzt noch gar nicht. Es wirkt ja alles so angestrengt. Ich muss ja sagen, ja, die Leute fragen ja auch dann immer die Szenezeit und du redest jetzt so schlecht darüber. Wo ich aber immer sage, nee, es gab ja auch auf menschlicher Ebene, gab es auch tolle Erlebnisse. Sonst hätte man ja gar nicht 15 Jahre lang wie ich dabei bleiben können. So ja? Und wir haben da schon Abende gehabt, wo man beisammen saß, wo man auch Spaß hatte, wo man mal losgelöst war. Ja, aber was wir hier sehen, das ist ja so spaßbefreit, das ist ja so kühl, so kalt, so inszeniert, ja, so peinlich darauf bedacht, eine Fassade aufrechtzuerhalten. Das hat ja überhaupt nichts mit irgendeiner, zum Glück muss man sagen, ja, Effekt zu tun, dass Leute sagen könnten, ach, das ist aber sympathisch oder die haben ja gute Laune oder ach, das ist ja mit dem Augenzwinkern. Hier sehen wir echt Leute, die Stöcke im Arsch haben, ey, und das nicht zum sexuellen Vergnügen, ne? Man hat es auch in den Zeitungen, in den Medien gelesen. Sie haben jetzt erfahren, dass wir eine Armee aufbauen. Und offensichtlich sind da jetzt in der Generalität ja, Besprechungen im Gange, wie sie es mit uns aufnehmen können. Aber ich glaube, sie haben ihre Chancenlosigkeit eingesehen. Oh, wie toll, ironisch, sarkastisch, ja toll, du schaust nicht. Sympathisch. Oh ja, du bist so also, lustig, du bist so lustig. Ja, da will man sich selber so runterspielen, weißt du, ah ja, sie machen ja gegen uns mobil, weil wir angeblich so gefährlich sind. Ja, ihr habt gefährliche Menschen dabei. Es gibt viele Reichsbürger, die als rechtsextrem eingestuft werden. Das heißt, sie sind bereit, mit Gewalt ihre Ideologie durchzusetzen. Es gibt ja schon nicht nur die latent gewaltbereit sind, ja, sondern auch massive Gewalttaten, ja, Anwendung von Waffengewalt, ja, Angriffe gegen Ordnungsbeamte, gegen Polizisten, ja, ein hohes Aggressionspotenzial, was von solchen Hetzern immer weiter angestachelt, geschürt und für legitim erklärt wird, ja. Also diese Leute sind Brandstifter, die wir hier sehen, die wirken jetzt lächerlich und zum Glück entfalten die auch keine Breitenwirkung, weil die selbst in der rechtsextremen Szene als Kasper angesehen werden, aber für einen kleinen Teil, der so fanatisiert ist, dass er gar nicht mehr erkennt, was für ein Wahnsinn diese Typen da verbreiten, der gar nicht mehr erkennt, was für ein Bullshit von denen gelabert wird und was für ekelhafte Heuchler das sind, für die sind die Brandbeschleuniger. Ja? Ich muss ja sagen, ich habe das ja auch vorhin, wir waren ja von Anfang an schon dabei und der Anmarsch hier hoch, das war wirklich sehr, sehr ehrfurchtsgebietend, ja, auch wie sie auf den Fahrzeugen da saßen. Und sie haben jetzt ja hier mit den Gehren, also den Stecken geübt. Aber ich nehme mal an, wahrscheinlich im wahren Verteidigungsfall würden sie sich dann Musketen schmieden oder auch nicht. Aber allein das war schon ehrfurchtsgebietend genug. Und sie sind ja nun auch nicht wenige. Ja. Oh, ich finde den Volkslehrer so 0,0 lustig. Wirklich. Ja, aber sie hat sich selber... Ich guck lieber ein Video, wie ein Tier gequält wird. Und das ertrage ich gar nicht in Social Media, weißt du? Ich glaube, so Videos wurden auch in Guantanamo vorgeführt. Ne? Also das ist schon so ein Style, wo ich mir denke, wenn du dir jetzt diese Scheiße wirklich mal tagelang mehrere Stunden am Stück reinziehen musst, das gilt auf jeden Fall als psychische Folter. Und danach hast du dann aber deine Schwerbehinderung wegen posttraumatischer Belastungsstörung, die nicht aufgelöst werden kann, durch, ne? Wow, das ist echt hart. Aber was echt hart ist, ist das Buch von Axel Reitz. Mit dem kann man die Pickelhaube locker vom Kopf schlagen. Das muss ich sagen. Dankeschön an My Favorite Cars. Dankeschön, auch lange schon dabei. Das kann ich nur empfehlen. Ich habe das Buch von Axel innerhalb von 1,5 Tagen durchgelesen. In meinen Flitterwochen auf Mallorca. Ich war der Hitler von Köln. Es geht wirklich leicht von der Hand. Man will weiterlesen. Wie geht's weiter? Leute, auch die Fotos in der Mitte waren toll, dass man immer geguckt hat, okay, über wen schreibt er da gerade, mit wem war unterwegs, wie sahen die aus.
Ein paar lustige Anekdoten auch in dem Buch, zu denen man wirklich nur schmunzeln kann. Es tun sich menschliche Abgründe da drin auf mit Verrat, Weggefährten. Also ist wirklich ein Buch, das ich nur empfehlen kann. Ich habe gesagt, ich gebe dazu eine ehrliche Rezension ab und ich habe es durchgerattert und war regelrecht traurig, als es zu Ende war. Axel, Chapeau für dieses Buch, das du hingelegt hast. Ich kann es nur wärmstens empfehlen, ist überall bestellbar. Ich hoffe, dass wir es bald auch mit Signatur anbieten können. Hat der Philipp sich gemeldet bei dir wegen den Exemplaren, die wir hier mal verlosen wollten? Nö. Nein. Dann mache ich mir mal ganz kurz eine Notiz. Also wir werden hier bald Signierte verlosen. Warte, wir haben jemanden, der welche sponsoren wollte. Dann werden wir hier eine Verlosungsaktion machen. Der wollte 10 Stück verlosen. Und ansonsten kann ich nur sagen, falls ihr Sport machen wollt in einem gemütlichen, warmen Studio, dann könnt ihr das bei ZEC Plus machen mit den Supplements, die da kommen, mit Philipp 10, 10% Rabatt. Werbung, Dankeschön, Leute. Und natürlich, ihr dürft grillen, gerne am Gasgrill draußen. Ich grill auch gerne im Winter draußen am Gasgrill bei Beef Bandits mit Philipp 10. Dankeschön, wer immer das supportet. Ehre geht raus. Mein Buch ist natürlich auch noch erhältlich bei King unter den Kongs.de. Ansonsten checkt mal aus die Seite extremistlos.de, die ist neu aufgebaut worden. Vielleicht will jemand da Mitglied werden, Fördermitglied oder hat Lust, Axel und mich mal in der Prävention zu sehen. Dann meldet euch über extremistlos.de. Und wenn ihr Videos findet zum Kommentieren, dann schickt die gerne auch an info@extremistlos.de. Dankeschön. Und Tobito, Dankeschön, schreibt auch, kann Axels Buch auch nur empfehlen, lohnt sich. Das ist wirklich so. Dankeschön, Leute. Kurzer Werbeinput, bevor hier Opa und Dulli weiterreden. Obi, Ehrenmann. Wir haben ja unsere Flugscheiben. Ach so. Ja. Verstehe. Oh, die haben jetzt natürlich hier nicht dabei. Oh Gott, ja. Oh, Rückseite des Monds, Neuschwabenland, ich kann nicht das mehr. Das haben wir, aber wir reden, so wir reden hier, er redet hier aber mit einem Typen, der tatsächlich davon ausgeht, dass Atlantis in der Nordsee durch Abpumpung der Nordsee herauskristallisiert werden kann. Ja? Das haben wir ja schon drauf reacted, wo er da auf so einer Querdenker-Demo stand und das gefordert hat. Also es ist gar nicht mal so weit weg. Wenn die Witze machen, weiß man, da sind Typen dabei, die in ähnliche Richtungen tatsächlich denken. Das muss man auch immer sagen. Das wirkt dann immer wie so ein Schutzschild, so dass man sagen könnte, ach, die machen sich ja selber drüber lustig. Martin, aber Typen wie der Volkslehrer, die glauben an so eine Scheiße. Die glauben sowas. Ne? Ehre, Martin, danke. Wir sind natürlich im Wald, ja. Im Wald. Sie sind in der Nähe, aber sie sind in Thüringen. Okay, gut, verstehe. Und das ist natürlich der BRD auch bekannt. Das dürfte dir bekannt sein, sicher. Ja. Und wenn ich fragen darf, Sie leisten ja viel hier. Das Leben im Wald ist ja sicherlich ein entbehrungsreiches Leben. Ist ein entbehrungsreiches, aber es stählt. Sie sehen sehr gestählt aus. Ja. Was motiviert Sie denn so, hier das auszuhalten im Wald? Ja, was mich motiviert, ist der Niedergang unseres deutschen Vaterlandes und des deutschen Volkes. Und dem muss entgegengetreten werden. Ja. Sie sehen die BRD ist ja das Reichszersetzungsinstrument von den Alliierten installiert, eine reine Staatssimulation, die jetzt dazu übergegangen ist, als in einem offenen Überfremdungskrieg das deutsche Volk zu... Die aber so mächtig war, diese Simulation, die gar nicht existent ist, dass du Feigling, du erbärmlicher Feigling, dich jahrelang im Ausland versteckt hast. Ja? Trotz deines Ausländerhasses, trotz Deutschland über alles und ich stähle mich, ich kämpfe bis zum letzten Bluttropfen fürs Vaterland, hast du dich, als es darum ging, eben dann an deinen Worten gemessen zu werden durch Taten... Einfach verpisst, du erbärmlicher Feigling. Ja? Was für eine ekelhafte Heuchelei, die hier stattfindet. Und wo sind da die ganzen Kameraden, die ihn mal festnageln und sagen, was hast du auf Demos noch gesprochen? Ich werde im System die Maske vom Gesicht reißen. Ich werde den Prozess benutzen, um zu zeigen, dass Deutsche Reich lebt. Und diese Staatssimulation kann mich als Reichsbürger nicht einknasten. Und dann hast du dich schön verpisst. Was für ein widerlicher Dummschwätzer und was für erbärmliche Kreaturen, aber die Axel, so einem Feigling hier noch eine Plattform geben und das unkritisch nicht mal hinterfragen. Aber ja? Axel, hier haben wir jetzt, wann sind wir von Ironie und Sarkasmus, sind wir jetzt hier in Real Talk gekommen, ne? BRD-Simulation offener, installiert von den Alliierten. Jetzt wurde Real Talk gemacht von ihm, ne? Da konnte man sich nicht mehr anhalten, was man vorher besprochen hat. Wir wollen es ironisch, sarkastisch aufziehen. Ja. Und Sie sehen in der Wiederformierung des Reiches die Chance, dem entgegenzuwirken. Unsere einzige Chance. Die einzige Chance. Ja. Und
Die BRD, sie behauptet ja, wir Reichsbürger würden behaupten, also sie nennen uns Reichsbürger, ja, was ein Kunstbegriff der Medien ist, aber sie behaupten, wir würden behaupten, die BRD würde nicht existieren. Ja. Das behaupten wir nicht. Wir Nein. bestreiten ihre Legitimation. Ach so. Das ist etwas anderes. Unterschied. Ja. Aber jetzt, seit wir hier diese Manöver abhalten, muss ich sagen, dass wir immer mehr zu der Überzeugung kommen, die BRD existiert tatsächlich nicht, denn sie kommt nicht. Sie kommt nicht. Sie kommt nicht. Ja. Sie ist nicht gegenwärtig hier. Sie ist nicht gegenwärtig. Und darf ich fragen, Sie haben eben gesagt, Sie nennen sich ja nicht Reichsbürger. Wenn sie kommt, dann haust du auch wieder ab, du erbärmlicher Feigling. Dann kommt die BRD und dann bist du wieder weg. Ja, und musst mit Zielfahren dann geholt werden, ja. Was für Helden! Was für Helden! Und in zwei Sätzen sich selber widersprechen. Nee, die BRD existiert doch, ist nur eine Simulation. Und hier komme ich jetzt aber zum Schluss, sie existiert doch nicht. Und oh, wie hart kann ich darum betteln, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen? Also, aber alter Falter. Aber geht der Dulli und hier Opa Feigling, gehen die nachher von sowas raus und sagen so, krass, wir sind hier so eine krasse Gruppierung, Gruppe, wir haben jetzt... Oder weiß man um seine eigene Lächerlichkeit? Die finden sich geil. Die glauben tatsächlich, sie wären die Könige vom Erdbeerfeld. Ja, sie glauben, sie sind hier die Wegbereiter des Deutschen Reiches. Sie würden hier das wahre Deutschland repräsentieren. Also alle 20, die da mal zusammenkommen und sich gegenseitig dann wieder zerstreiten in 0, nix. Ist schon hart, ne? Bürger. Nein. Wie nennen Sie sich denn? Wir sind Deutsche des Reiches. Reichsdeutsche. Oh Gott, ja Gott. Wir Reichsbürger, oh. Medienkonstrukt, so nennen wir uns gar nicht. Wir nennen uns Reichsdeutsche. Himmelweiter Unterschied. Also, dass da die Fake News, Lügenmedien einfach von Reichsbürgern sprechen, welche Unverschämtheit. Es sind doch Reichsbürger. Ja, und du musst dem Kind doch irgendeinen Namen geben. Wie soll man's? Oh Gott. Reichsdeutsche. Reichsdeutsche. Verstehe. Ja, genau. Das heißt, dieser Begriff Reichsbürger ist eigentlich völlig Der ist von den Medien erfunden als Totschlagbegriff. Ne? Ja, verstehe. Als Keule da jeden. Es ist ja kein geschützter Begriff, es ist völlig willkürlich. Als jeder kritische Meinungen äußert oder kritische Ansichten oder darauf hinweist, auf die mangelnde Legitimation der BRD, da wird als Reichsbürger bezeichnet. Auch Sie könnten als Reichsbürger bezeichnet werden. Sie werden lachen. Ich wurde ja als Reichsbürger bezeichnet, deswegen bin ich ja hier. Mich hat ja nämlich ein BRD-Organ, namentlich das Bildungssenat von Berlin, hat mich ja vom Dienst freigestellt, weil sie die Vermutung haben, ich würde die BRD ablehnen. Ja, und das ist natürlich dann wäre ein Kündigungsgrund. Naja, Nikolai, jetzt ein paar Jahre später würde ich sagen, er ist ja auch auf die Fresse gefallen mit seiner Klage gegen die Entscheidung, dass seine Entfernung aus dem Dienst rechtmäßig war. Und ich frage mich auch, wie so ein Typ tatsächlich Lehrer werden konnte. Ja, also der, was er da auch verbreitet und was er da versucht, den Leuten zu vermitteln, unabhängig von der Idiotie des Inhalts und von der Brutalität des Inhalts und der Wahrheitswidrigkeit des Inhalts, ist es einfach auch nicht gut vermittelt. Und unabhängig davon, dass ich mich freue, dass Extremisten nicht auf unsere Schüler losgelassen werden, freue ich mich aber auch, dass so ein Typ kein Lehrer mehr ist, weil der hat nichts vermittelt, kann ich sagen. Ich habe immer wieder natürlich zum Ausdruck gebracht, dass ich die BRD auf keinen Fall ablehne. So wie Sie auch gesagt haben, man würde sagen, sie existiert. Ich habe Ihre Erfahrung jetzt noch nicht gemacht, aber vielleicht, wenn ich länger im Wald leben würde, würde ich vielleicht auch zu dem Schluss kommen. Deswegen hat mich das eben auch sehr interessiert. Was ist denn jetzt wirklich so dahinter? Und ich wurde als Reichsbürger bezeichnet. Mhm. Ja, es ist aber erstaunlich, denn auch die Linken, ich erinnere mich an die linken Kampfbegriffe gerade aus den 70ern, 80ern, als es hieß, BRD heißt das System, morgen würde es untergehen. Und auch die Antifa und so weiter, die skandieren ja Deutschland verrecke. Richtig. Wo sie nur die BRD meinen können, war sicher nicht das Deutsche Reich. Aber sind die Linken, die BRD ablehnen, dann auch Reichsbürger? Mal kurz jetzt zwischengefragt. Also er argumentiert ja jetzt, wenn ein Linker Deutschland verrecke skandiert, kann er damit ja nur die BRD meinen und nicht das Deutsche Reich. Warum? Also Deutschland kann ja Kaiserreich sein, kann kommunistische Räterepublik sein, kann anarchistischer Pogo-Staat sein. Und weil ein Linksextremer kann ja nur die BRD meinen. Weil auch ein Linksextremer Deutschland Nation an sich abschaffen möchte.
der Nationalstaaten abschaffen möchte und deswegen auch grundsätzlich kein Reichsbürger ist, weil er ja kein Reich will. Ihr werdet Reichsbürger genannt oder Reichsdeutsche, weil ihr ein erneutes Reich installieren wollt. Was für ein verqueres Bild. Also Deutschland selber als Territorium ist ja nicht an eine Staatsform gebunden. Also denkt er jetzt, also das ist ja so widersinnig. Also ich versuche mich jetzt auch mal so ganz objektiv in diese Bullshitterei-Laberei von den Typen da reinzuversetzen und kommen selbst über die leichten Hürden nicht hinweg, was die in einem so einem Satz da einfach schon an Scheiße labern, oder? Ja, für mich ist das sehr schwer zu ertragen, weil ich immer wieder muss drüber nachdenken, okay, wie wäre ich mit denen umgegangen? Also, okay, dieses so Zeltlagern und so, das war ja schon so meine Welt, das habe ich auch mehrmals in meinen Storys berichtet, ne? Auch das haben wir gemacht, dann mit diesen Wehrsportübungen. Und aber selbst dieses Gesabbel und dieses so rückwärtsgewandte mit Pickelhauben, das war selbst zu meiner verwirrtesten Zeit, wäre das cringe gewesen. Ja, auch diese wirren Vergleiche und dann immer wieder das so mischen mit Sarkasmus, Ironie, ja, Reichsscheiben und dann eine Muskete schmieden und dann wieder da rumhampeln und sich filmen lassen mit Stöckern in der Hand. Das ist schon richtig wild hier, ne? Das ist schon. Ich war ja auch ein Nazi-Cosplayer. Ja, wir sind ja auch rumgelaufen mit Braunhemden, Schulterriemen und sahen ja auch aus wie so eine verunglückte Schulaufführung im Fernsehen über Hitlerjungen. Keine Frage, cringe waren wir auch. Aber was die da abhalten, das wäre bei uns damals ein Ausschlusskriterium gewesen. Das wäre damals eine Sache gewesen, wo wir gesagt hätten, boah, Alter, ey, was macht ihr denn da für einen Scheiß, ey, ne? Weil in unserem Wahn haben wir tatsächlich noch gedacht, boah, wir sind geil, aber wir hatten schon so ein gewisses Feeling dafür zu wissen, okay, im Hinterzimmer sitzen mit Braunhelm und Heil Hitler rufen ist eine Sache, aber draußen, ja, auf die Jugendkulturen zuzugehen, Propaganda zu verbreiten, das muss anders gemacht werden. Ja, das war dann auch so eine Aufgabenteilung, dass man sagte, Braunhemd intern, aber draußen, da muss man dann auch schon mal hier an dem popkulturellen Anschluss suchen. Ja, und muss man hipper auftreten, jugendlicher auftreten. Aber was die hier machen, das ist ja wirklich cringe sein Vater. Das ist ja wirklich so rückwärtsgewandt, so reaktionär, so ewig gestrig. Das holt doch niemanden mehr selbst in der Szene groß ab. Also, weiß nicht, kannst du dir vorstellen, dass jetzt da Sebastian Schmidtke mit Thorsten Heise sitzt und dann laden die Michael Brück ein, dann gucken die das Video und sagen, boah, toll, das nächste Mal gehen wir auch zu so einem Lager hin. Ey, das war ja super. Also, das finde ich. Also, die Wahrscheinlichkeit bei dreien, dass einer da mitcringed, ist schon groß. Aber das ist ja gut, dass sie sich da selber auch so demontieren und zerstören. Das ist ja, ist ja ein wahrer Einblick, ne? Und das ist auch gut, dass sie da nicht zusammenfinden, weil da so viele unterschiedliche Einstellungen zu sind. Viele von denen sind rückwärts gewandt, aber ich sage mal so, das hier ist schon rückwärts gewandt im Quadrat. Ne? Also das ist schon krass. Schlimmer ist nur noch im Leinenkleid ums Feuer hopsen. Interessante Frage. Wahrscheinlich würden sie da auch eine ganze Menge Zulauf bekommen, denn wie ich die Linken so erlebt habe jetzt, die sind ja sehr herdengetrieben. Ja. Und wenn es dann heißt, die neue Losung lautet für das Deutsche Reich, ja, gegen die BRD, BRD verrecke, Deutschland verrecke, das sagen ja viele, es gibt ja viele Antideutsche gerade. Genau. Das wäre durchaus denkbar, dass man die auf ihre Seite bekommen könnte. Ja, das sind dann auch Reichsbürger. Das wären dann wohl auch Reichsbürger, müsste man dann so sagen, ja. Aber ob die manöverfähig sind, ich weiß es nicht. Nee, nach den Eindrücken, die ich auch so gesammelt habe, würde ich auch zu einem anderen Ergebnis kommen. Nun gut, ich möchte dich auch gar nicht länger aufhalten. Ja. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch. Da muss ich jetzt mal eine Lanze aber auch brechen für autonome Antifaschisten. Die sind militärisch mitunter besser organisiert als all das, was wir jetzt in diesem Lager da an Typen gesehen haben. Ja, also da muss man mal sagen, ja, das sind nicht alles nur glutenfreie Haferkeks-Verköstiger. Da sind auch durchaus Leute bei, die militärischen Sachverstand haben, die schlagkräftig sind, die eingreifen können, die auch durchaus, haben wir auch bei der Hammerbande ja gesehen, Lina E. mit militärischem Befehl und Gehorsam, sehr, sehr gefährlich und schlagkräftig sind. Und das jetzt so, weiß ja gar nicht, ob die manöverfähig sind und ach, hier und wir sind die echten Kämpfer. Das ist schon sehr, sehr anmaßend, wenn man sich mal vergegenwärtigt, mit was für Typen die da durch die Gegend laufen. Ne? Wir haben bestimmt noch mal die Gelegenheit. Ich bin ja noch Und ich würde Sie und Ihren Kameramann gerne einladen. Ja. Hier. Ach, das sieht ja sehr verlockend aus. Ja. Filmen wir mal hin. Das sieht ja sehr verlockend, sehr gemütlich. Ja. 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 Vielleicht finden Sie dann auch zu.
Keiner kann in der Bude sitzen. Das ganze nasse Holz da auf den Grillanzünder da und meine ich möchte Güte. Sie und Ihren Kameramann gerne einladen, sonst will nämlich vor unseren Leuten da keiner reingehen. Aber hier, so können Sie sich ja nackig machen, dann machen wir hier die erste Germanen-Sauna wieder im Thüringer Wald. Und damit lebt das Deutsche Reich im Schweiß unseres Angesichts weiter. Rauchvergiftung, egal, kriegen wir nicht. Wir haben eh keine Luft, die wir im Hirn brauchen, ne? So ist es doch. Oh. Zu uns. Na ja, wir gucken mal. Ne? Noch bin ich ja bei der BRD angestellt und, gut, behandelt sie ja gut. Aber dieses Thema werden wir bald erledigt haben. Ihre Worte in Stein gemeißelt. Erstes Peloton. Rechts um. Oh nein. Nein, das ist jetzt, aber das inszeniert jetzt, oder nicht? Nein, nein, ist nicht. Das Deutsche Reich ist zu Grabe getragen worden, oder wie muss ich das interpretieren? Da hinten ist Napoleon, oder wer ist das? Das ist Hartmut Vostopatsch, wurde von uns liebevoll immer Trunkopatsch genannt, Hardcore-Alkoholiker, der Christian Worch dazu gebracht hat, dass der sich für teures Geld 3 verschiedene Alkoholtestgeräte kaufen musste. Da musste nämlich immer dann der gute Hartmut vor Demonstrationen ins Röhrchen blasen, weil er oftmals so besoffen war, dass er am Mikrofon die Beherrschung verloren hat oder einfach ein Bild erschreckender Peinlichkeit von sich gegeben hat. Er war damals auch mal Anstoß für eine ziemlich große Kontroverse, auch um Christian Worch in der Szene, weil der gute Hartmut war immer jemand, der gerade im besoffenen Kopf ein unglaubliches Laberbedürfnis hatte. Also wenn der dich angerufen hat, kamst du unter 5 Stunden nicht weg. Und da viele Leute auch keinen Bock mehr hatten, sich mit dem auseinanderzusetzen und mit ihm zu sprechen, hat er dann gerne dann einen Staatsschutzbeamten eingeladen aus Würzburg, mit dem er dann ab und an bei Kaffee und Tee zusammensaß und mit dem geplaudert hat. Das hat dann damals Uwe Mehn mitbekommen, ja, auch hochrangiger NPD-Funktionär, damals mit Reinhard Oberlercher und Horst Mahler, Begründer des Deutschen Kollex. Das war so der erste Versuch, die Reichsbürger-Ideologie dann mit einem Notfallplan zur Rettung des Deutschen Reiches dann auch in der Szene zu verbreiten. Ist ziemlich gescheitert, weil es intellektuell sehr, sehr hochtrabend war. Aber Uwe Mehn ist dann mal eingeladen worden vom Vostopatsch, die kommen beide aus der Region da in Würzburg. Und war dann bei einem Gespräch mit dem Staatsschutzmann dabei und hat danach dann direkt Alarm geschlagen und sagte, hier, Hartmut Vostopatsch trifft sich mit Staatsschutzbeamten. Das geht ja gar nicht. Und damit wurde natürlich auch dann Christian Worch angegriffen, warum so jemand auch eine Plattform bekommen hat. Worch hat sich dann schützend vor ihn gestellt und sagte, naja, dann belegt mir mal, dass der Interner weitergegeben hat. Und wenn er sich dann mit dem Staatsschutzbeamten zum Kaffee trifft, ist mir doch egal. Was auch ziemlich heuchlerisch war, weil jeder andere kleine Aktivist, der das gemacht hätte, sofort von Worch als potenzieller Verräter und gefährlich ausgegrenzt worden wäre. Aber vor Vostopatsch hat er sich gestellt. Aber das ist so der Typ. Und mich wundert auch nicht, dass der nicht mitmarschiert ist, weil der war so ein Hardcore-Alkoholiker. Der hat jeden Tag mehrere Flaschen Schnaps weggehauen. Ja, der ist öfters auch mal dann vom Balkon gefallen. Hat dann Glück gehabt, dass er so besoffen war, dass er keine straffe Körperhaltung hatte und deswegen nicht tot war. Aber der lag dann mehrfach im Krankenhaus. War auch ein ganz, ganz toller Mensch. Ja, also hat über Jahrzehnte hinweg nicht mehr gearbeitet, weil er Vollalki war. Hat sich dann geweigert, zum Arbeitsamt zu gehen und hat sich dann schön von seinen Eltern aushalten lassen. Ja, und das ist jetzt so die Koryphäe, die hier dann ja das Deutsche Reich vor den Kameraden hochleben lassen darf. Nur damit wir mal wissen zur Einordnung, mit wem wir es hier zu tun haben. Ne? Ja, wir haben ja hier Volkstanzlehrer dabei. Ernsthaft, ihr wisst schon, dass es ein Satirevideo war, oder? Das haben wir in dem Video jetzt schon mehrmals erwähnt, dass uns das klar ist. Aber wir wissen um die Leute, die dabei sind, welche Ernsthaftigkeit bei denen dabei ist. Und egal, wie satirisch oder sarkastisch man unterwegs sein will, steckt hier trotzdem immer ein Funken Wahrheit drin bei diesen Leuten. Ich weiß es um die Leute, die selber in Wehrsportregionen waren und dabei waren, genauso was wir gemacht haben. Die Ernsthaftigkeit ist da, diese Sehnsucht nach diesem Militarismus, diese Kameradschaft und diese BRD abschaffen, das ist jetzt das Deutsche Reich und wir werden dann natürlich nachher auch alles Generäle, keiner will Soldat sein, ne? Also im Schützengraben ist schon Kacke, ne? Wenn dann schon doch hinter der Front, aber in sicheren Abstand. Also das können wir schon einordnen. Vielen Dank, Volkstanzlehrer. Ohne Tritt Marsch bis zum Kreuz und Front zum Grab. Marsch! Front. Zweites Peloton.
Rechts um. Auf die linke Seite des Grabes. Vorwärts. Marsch. Ohne Tritt. Bis zum Kreuz. Selbstständig. Und zum Grab. Brüder im Herrn, wir haben uns hier versammelt, um unseres verschiedenen Bruders Michel zu gedenken. Auf seiner Beerdigung. Unser Bruder Michel ist ein Stück von uns allen gewesen. Nun ist er dahin gegangen, in unser aller Sinne treu geblieben bis zuletzt. Ist er nun wirklich tot? Nein, spricht der Herr, denn der Herr spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben, so dass wir hoffen können, ja das feste Vertrauen haben, dass unser Bruder Michael von seiner Beerdigung wieder auferstehen wird. Das ist er? Bitte? Das ist er, über den du gesprochen hast? Ja, das ist Hartmut Wostopatsch, der ist jetzt vor ein paar Jahren auch verstorben. Sehr interessant ist, dass er hier einen auf pseudo-religiös macht und dann vom Herrn spricht. Er war ein großer Hasser des Christentums. Er hat immer mit Wonne darüber erzählt, wie die Germanen damals angeblich mit christlichen Missionaren verfahren sind, dass sie ihn einfach mit einer Axt angeblich den Schädel eingeschlagen hätten. Ist sehr interessant, dass er jetzt hier plötzlich dann einen auf pseudosakral macht, ne? Dann wird er wieder unter uns sein und in unser aller Sinne mit uns gemeinsam marschieren. Denn wie spricht der Herr? Wie hat der Herr uns zu beten gelehrt? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, also wie im Himmel auch auf Erden. Und weiterhin schließen wir unser Gebet mit, denn dein ist das Reich, die Macht und die Herrlichkeit in aller Ewigkeit. Amen. Möge wie unser Bruder Michel sich das Reich neu erheben im Sinne unseres Herrn. Amen, meine Brüder. Jetzt hat er mal kurz Kraft mit Macht ausgetauscht, ne? Das ganze Ding hinterlässt mich total verstört. Das ist schon, das ist hart. Das ist wirklich hart, sich das anzugucken und wie stolz sie da stehen und also man ist ja wirklich versucht, das glauben zu wollen, dass behauptet werden würde, ach, das war alles nur gespielt, das haben die selber nicht ernst gemeint, aber das meinen die tot ernst. Was die da verbreiten, meinen die tot ernst. Zum Ehrensalut. Das Gewehr hoch. Spannt den Hahn. Hoch anschlagen. Gebt Feuer. Gebt Feuer. Gebt Feuer. Das Gewehr auf Schulter. Zweites Peloton. Toll, ist jetzt auch so mit Effekten eingespielt, super, oder? Also Hollywood-Blockbuster kann dagegen abschmieren, das ist hohe filmschaffenden Kunst-App. Ne? Es ist auch, um das einzuordnen, es gab dann in den Medien diese Berichte, Reichsbürger bauen eine Armee auf und so weiter, da der Volkslehrer sich mit diesen Leuten zusammengetan und hat das dann in diesem Wald dort gezeigt. Ja, also so wie man sich das da vorstellt, das können Axel und ich schon einordnen, das darf man dann nicht vergessen, aber diese Leute gibt es so, dass sie dann da vielleicht nicht mit dem Holz und mit ihren Fahrzeugen und so weiter, darf man nicht vergessen, dass diese Leute das trotzdem genau so machen. Ja, dass sie dann da nicht vielleicht nicht mit Pickelhauben da durch die Gegend latschen und so, ja, dieses Überzogene, das ist mir schon klar. Aber ich habe mit reichlich Leuten zu tun gehabt, die besonders in diesem Wehrsport da ihr Heil gesehen haben. Das ist nicht erst jetzt aktuell, sondern es gab es in den 70ern, 80ern gab es Wehrsportgruppen, in den 90ern.
In den 2000er waren wir da auch mit aktiv, genauso wie viele andere. Und das sind ähnliche Dinge, die da passieren. Es werden Lieder gesungen, es wird marschiert, es wird dann zusammen dort, es wird beratschlagt. Es gibt dann auch so eine Art Ting manchmal vielleicht auch zusammen. Ja, auch dass gemeinsam gesungen wird. Ich habe das auch erzählt, wie ich dann im Leinenkleid ums Feuer gehopst bin und wir dort alte Gedichte aufgesagt haben. Das mag hier so überzogen sein und das als Antwort, ja, es gibt eine Reichsbürgerarmee und die hat Angst, die BRD hat Angst vor ihnen, aber diese Menschen gibt es so, die gibt es so. Ja, wir haben ja den Real Talk dazwischen immer gesehen, ja, also dieses jetzt so, wir persiflieren das mit Pickelhauben, aber wenn dann hier der Schlimper und wenn der Ittner gesprochen haben oder hier der Vostopatsch die Totenehrung durchführt und dann den deutschen Michel in seiner Wiederauferstehung mit der Macht des Deutschen Reiches beschwört, dann ist das ernst gemeint, dann ist das keine Satire, dann ist das nichts mit Comedy, sondern da steht dann der tatsächliche Anspruch dieser Leute dahinter. Ne? Auf die alten Plätze! Abmarschiert ohne Tritt. Erstes Peloton. Links ump. Ohne Tritt. Marsch. Land, wo meine Wiege stand, ist doch kein anderes gleich. Es ist mein liebes Vaterland und das heißt das Deutsche Reich. Und das heißt das Deutsche Reich. Der eine oder andere von euch jetzt nicht auch? Tut mir leid, das trage ich nicht. Ihr tragt das Geseier nicht. Ja, Schlimper muss man auch nicht hören. Beeindruckt ist von dem, was wir hier gesehen haben. Die preußischen Tugenden, die preußische Disziplin und vor allen Dingen das preußische Feuer, was in ihren Herzen brennt. Und das war sehr beeindruckend. Ich höre sie schon wieder singen. Weißt du was, wenn ich das so sehe? Könntest du mal meinen Hut nehmen? Wieso? Kettlich Glitze und hey! Nikolai! Kennt das eine nur. Wir machen doch eine Reportage! Nikolai! Graue Kompanie! Ist das Journalismus? Fuck! Wo ist eigentlich das Hotel? Oh, ja, ja. So, aber hier sehen wir auch, das ist nicht Satire. Das ist der Anspruch. Die meinen das ernst, ja. Macht mit, bringt die Frauen mit. Da freut sich ja Nikolai ganz besonders drüber. Ja, aber tatsächlich ist das mit so einem Augenzwinkern Pickelhauben. Aber die wollen mit diesem Video ja Leute für sich werben. Die sagen ja, hier ist das wahre Deutschland, hier ist das echte Deutschland, hier ist das Deutsche Reich in den Wäldern, die Natürlichkeit, weg von der Konsumgesellschaft. Das Dingen hier war nicht als Spaßvideo, sondern als Werbevideo gedacht. Das muss man sich vergegenwärtigen. Ja? Also möchte jetzt hier keine Ausreden hören, oh, das war doch alles Satire. Nee, das war kein Extra-3-Beitrag, das war ein Werbevideo des Volksdödels für seine Reichsbürgerfreunde. Ne? Ja, mir fehlen da so ein bisschen die Worte selbst, wenn man da versucht, lustig zu sein. Der Volkslehrer hat es schon ein paar Mal versucht, irgendwie lustig zu sein. Ich komme da gar nicht gegen an, ist ein ganz kruder antisemitischer, rassistischer, ja, antidemokratischer Humor, den er versucht da irgendwie, er dockt ja auch nicht an. Ich glaube, er hat sogar eine Demonstration jetzt wieder vorm Reichstag angemeldet, ne? Aber die Szene reagiert ja mittlerweile größtenteils auch auf ihn mit Skepsis und Ablehnung. Er hat eine kleine Fanbase, die hat selbst Dennis Ingo Schulz.
Aber er ist auch, wenn man sich seine Bewegung jetzt mal in der extremen Rechten anschaut, ja jemand, der immer ganz hart versucht, irgendwo anzudocken. Zuerst war es die Holocaust-Leugner-Szene, da ist er dann unten durch gewesen, weil er auch verantwortlich gemacht wird, dass Ursula Haverbeck wieder verurteilt wurde. Dann ist er in der Reichsbürger-Szene gewesen. Jetzt macht er einen auf hier Medienaktivist und eher ins neue rechte Spektrum. Distanziert sich jetzt auch von den Hitleristen. Er wäre ja kein Hitlerist, das nehmen ihm viele auch übel. Ja, also er ist schon so einer, der immer irgendwo versucht, ganz hart dabei zu sein, wo er gerade den meisten Applaus bekommt. Der aber auch sehr schnell innerhalb der Szene weiterzieht, wenn er da nicht mehr so gut ankommt. Ne? Und da hat er jetzt schon viele Stationen durch. Ich bin gespannt, wo es die nächste Zeit für ihn hingehen wird. Ne? Axel, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir sehen uns vielleicht Freitag, wenn es dir passt. Gerne. Ja, ich habe da noch so zwei, drei Sachen auf Halde. Heiko Schrang gibt auch wieder richtig Gas. Also auch jemand, dem man sich mal wieder widmen kann. Ansonsten schickt uns gerne Videos, dem wir uns widmen. Checkt auch den Kanal vom Axel aus. Reizeffekt, dort gibt es bald neuen Content und ein neues Format. Da freue ich mich auch sehr drüber. Axel, natürlich darfst du gerne noch ein paar Worte an die Community senden. Danke, dass ihr wieder mit uns gelitten habt. Danke, dass ihr dabei wart. Das ist jetzt nichts, was ich den Leuten empfehlen könnte, wenn sie entspannen wollen. Deswegen bin ich immer sehr, sehr dankbar, dass doch immer wieder Hunderte von Zuschauern mit uns diese Reactions durchziehen, um mal wirklich ein Bild dafür zu bekommen, was geht in dieser Szene vor, was sind das für Typen, was hat das für Hintergründe. Ich danke, dass ihr das mit uns gemacht habt. Es war mir wieder eine Freude, mit euch hier im Chat dabei gewesen sein zu dürfen. Und ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Freitag hier beim Philipp wieder. Dankeschön, Leute. Morgen wird es einen neuen Teil der Schwarzen Schar-Serie geben. Donnerstag gucken wir eventuell einen Film zusammen, weiß ich noch nicht. Wir sind da mit Freunden verabredet. Das würde Nikolai auch ganz gut tun, Freunde zu finden oder einige von denen. Dann muss man sich diesen Themen nicht widmen. Und auch der Volkslehrer hat ein Recht auf Veränderung. Vielen lieben Dank an alle, die das hier unterstützen über YouTube mit der Kanalmitgliedschaft oder lasst gerne einen Daumen hoch da, kommentiert gerne unter den Videos, auch das hilft dem Algorithmus immer. Das Video ist mit Sicherheit auf gelb geschaltet, das heißt, es wird wieder versteckt vom Algorithmus, das ist einfach so bei diesen Themen. Aber gut, damit können wir umgehen. Dankeschön an die Twitch Prime Office, Dankeschön. Ja, Ehre geht raus und wir sehen uns die Tage wieder und ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi.